Willkommen zurück nach der Pause. Weil es öfter die Frage gegeben hat, ja, Sie bekommen die Folien als PDF im Nachgang. Passend zu den ersten drei Vorträgen, und nein, es kommt jetzt kein Geo-Vortrag mehr, aber vielleicht in Zukunft, Einladung steht, schauen wir uns an, was Datensouveränität in der Praxis bedeutet und ob Datensouveränität und die Vernetzung von Daten, ob das Vereinbarkeit darstellt. Ich begrüße Herrn Horst Bratisch von MSG Plaut. Er leitet alle Aktivitäten im öffentlichen Bereich und ist CTO. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Also ich habe mir echt Mühe gegeben, einen relativ komplexen Titel für die Präsentation zu wählen. Das gibt mir die Gelegenheit, gleich am Anfang darauf einzugehen, um was es da eigentlich geht. Datengetriebene Digitalisierung. Digitalisierung besteht ja so in der einfachsten Form aus drei Hauptelementen. Das eine sind Prozesse, Services und Daten. Da kann man trefflich darüber streiten, was steht am Anfang. Auf jeden Fall steht fest, ohne einander gehen diese drei Dinge nicht. Die Vereinbarkeit von Datensouveränität und Vernetzung. Also wenn wir schon über Daten sprechen, was wir heute ja schon die ersten drei Vorträge gesehen haben, dann geht es dann sehr oft darum, wie bleibe ich Herr dieser Daten. Souveränität steht ja für nichts anderes, als Herr der eigenen meist Daten zu bleiben, auch wenn ich sie weitergebe. Ich glaube, in der IT ein relativ komplexes Thema, wie sowas funktionieren kann. Und speziell Vernetzung, auch das haben wir in den ersten drei Vorträgen schon sehr schön gesehen. Ohne diese Vernetzung dieser Daten wird es wohl nicht gehen. Und meine Perspektive kommt aus all diesen drei Elementen und versucht jetzt Stück für Stück das aufzulesen, wie das gehen könnte. So ein bisschen als Kontrapunkt zu dem, was wir schon gesehen haben, eine Studie 2020 aus dem DESI Index. DESI steht für Digital Economy and Society Index, wird von der EU einmal im Jahr veröffentlicht. Das ist eine sehr interessante Basis von allen 27 EU-Staaten und beschäftigt sich mit 5 Bereichen der Digitalisierung oder und in einem davon geht es auch sehr stark um Daten und Datennutzung. Und was wir da sehen, ist Unternehmen, die Big Data, jetzt haben wir schon gehört, dass wir den Begriff nicht mehr so verwenden sollen, aber im großen Stil Datennutzung betreiben und daraus auch Geschäftsmodelle ableiten. Und das ist natürlich für ein Österreicher eine sehr ernüchternde Stelle, die 25. von 27 EU-Nationen, nunmehr Ungarn und Zypern ist da hinter uns und liegt bei in etwa rund 7%. Jetzt muss man noch dazu sagen, dass das Niveau, wenn man sich diese Grafik anschaut, generell meiner Ansicht nach sehr niedrig ist. Also bei 25% liegt da der Beste. Wissen wir oder kennen wir die ganzen Beispiele, was aus Daten alles gemacht werden kann und wer welche Geschäftsmodelle daraus generiert hat. Das wird uns aber als Österreich, als Land und wahrscheinlich auch als EU bei diesem Grad der Datennutzung nicht helfen. Also das heißt, da ist es dringend notwendig, alle Initiativen, die dazu beitragen, diese Datennutzung zu erhöhen, das Wissen darüber zu erhöhen, und auch die Möglichkeiten, infrastrukturell, technisch und auch Know-how-mäßig wirklich in Angriff zu nehmen und dieses Feld zu attackieren. Gleichzeitig auf der anderen Seite sehen wir das Wachstum. Jetzt habe ich ja ganz eine ähnliche Statistik herangezogen. Da sind wir in diesem Zettabyte-Bereich. Auch ich habe natürlich noch schauen müssen, wie viel ist das ganz genau. Ich habe mich dann auf die Petabyte beschränkt. Also 1 Million Petabyte ist ein Zettabyte. Und allein im EU-Raum wird es diesen Anstieg geben an nutzbaren Daten. Das ist jetzt gar nichts Ungewöhnliches. Also das ist jetzt da im Moment einmal eine Versechsfachung von 2018 aus gesehen. Aber alleine aufgrund all unserer Smart Devices, Internet of Things Aktivitäten und sonstigen Datengenerierungsoptionen ist es jetzt gar nicht verwunderlich. Die Frage ist ja nur, was passiert damit und wie geht man weiter?
Aber aus unserer Perspektive ist natürlich wichtig, dass viele Initiativen, viele Möglichkeiten nur durch dieses extreme Volumen überhaupt erst geschaffen werden. Also ich weiß es nicht, wer im Raum schon einmal mit neuronalen Netzen zu tun gehabt hat und sich bewusst ist, welche Größenordnungen da benutzt werden, um überhaupt gute Modelle, aussagekräftige Modelle zu schaffen, der weiß, dass es auch dringend notwendig ist, diese Daten in dieser Form zu sammeln, aber auch in entsprechender Form zusammenzubringen. In den Diskussionen, die ich im letzten Jahr bezüglich dieses Gebiets hatte, war immer wieder so die Frage, naja, super, und wie werden wir das verarbeiten? Das geht ja alles nicht. Was ist, wenn das dezentral liegt? All diese Dinge. Und dazu würde ich wirklich empfehlen, Artikel bezüglich High-Performance Computing. Auch da haben wir heute schon ein Beispiel gesehen, ein sehr interessantes, aber auch Edge Computing und auch Quantencomputing. Also gibt es in Österreich eine sehr interessante Firma, die sich da sehr stark mit diesem Thema auseinandersetzt und wo ich auch wirklich gestaunt habe, wie weit das mittlerweile ist. Das sind alles Themen, wo auch Größenordnungen, jetzt vielleicht nicht im 175 Zettabyte-Bereich, aber wirklich enorme Größenordnungen in einer absolut ansprechbaren Zeit verarbeitet werden können. Also das Thema ist real, das Thema ist da. Auch wir in Österreich bzw. in Europa haben diese Möglichkeiten. Wir haben sogar ein schönes Bild von einem High-Performance-Computer gesehen. Und wenn ich das richtig interpretiert habe, sind diese Leistungen auch anmietbar. Also durchaus auch für, ja, ich sehe ein Nicken, also durchaus auch für Privatfirmen oder für Firmen, die das jetzt nicht als Geschäftsziel, Zweck oder sonst was haben, gibt es da gute Möglichkeiten, die nicht unbedingt nur in der Cloud liegen und von meist amerikanischen Anbietern zur Verfügung gestellt werden. Da unten noch eine Grafik auch aus dem DESI-Index. Da geht es ganz stark um das Volumen, um das Geldvolumen, das mit Daten gemacht wird. Und da sehen wir eine ähnliche Steigerung, wie wir es auch bei den Größenordnungen, Datengrößenordnungen gesehen haben. Und da sind wir schon im rund 800 Billionen, also Milliarden, also Bereich tätig. Beziehungsweise sehen wir uns da in diesem Feld. Bevor ich jetzt auf die möglichen Lösungsmöglichkeiten eingehe, würde ich noch ganz gern ein paar Schritte skizzieren, auch sehr high-level, wie datengetriebene Digitalisierung zumeist in Unternehmen überhaupt stattfindet oder wie man sich dieser Aufgabenstellung nähert. Das erste ist, irgendwer kommt drauf, dass wir Daten haben und sagt, das ist unser Datenschatz. Gold dürfen wir nicht sagen, habe ich auch nicht, sage ich Datenschatz dazu. Also ich habe auch in Firmen gearbeitet, wo ich genau dieses Statement gehört habe, bis zum Vorstand drauf. Das gibt's ja nicht, wir haben so und so viele Kunden, wir sind an jedem Ort in Österreich, jeden Tag, wir haben da einen Datenschatz und den müssen wir jetzt nur mehr heben. Ja, mit dem nur mehr heben ist das so eine Sache. Also wie wir da auch jetzt skizziert sehen, die Daten bestehen aus internen Daten. Meistens braucht man aber auch noch externe Daten dazu. Auch dazu haben wir heute schon ein schönes Beispiel gesehen, zum Beispiel mit den Bewegungsdaten, die aus Mobilfunkgeräten stammen. Also interne und externe Daten zu verheiraten, besser wahrzunehmen und zu versuchen, diesen Datenschatz zu heben. Der zweite Schritt, alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Daten auch wirklich nutzbar zu machen. Jetzt all jene, die in größeren Unternehmen arbeiten oder schon gesehen haben, wie das dort funktioniert, werden wissen, dass es da sehr viele Applikationen gibt. Diese Applikationen sind ja mal mehr, mal weniger vernetzt. Auf jeden Fall bilden sich da sehr viele verschiedene Datenpools, Datentöpfe, allein in einzelnen Unternehmen. Diese sind oft nicht vernetzt. Ich muss also alles Mögliche dafür tun, dass das überhaupt einmal an eine zentrale Stelle wandert. Hier Data Lake genannt. Der nächste Schritt in irgendeiner Form Aufbereitung. Sie können sich vorstellen, dass ja alle diese Daten sind ja zumeist aus operativen Gründen werden die produziert und sind ganz stark auf diesen operationalen Zweck ausgerichtet. Das heißt, wenn ich sie in weiterer Folge in irgendeiner Form analysieren will,
sie weiterverwenden will, sie vielleicht auch generalisieren möchte, dann muss ich dazu etwas tun. Das sind halt eine paar Fachbegriffe, also Kontextualisierung zum Beispiel. Also in irgendeiner Form muss ich Text dazufügen, muss ein Metadatenmanagement dazu einführen. In weiterer Folge kann es zu einer Datenanalyse kommen, entsprechende Anpassungen, mir fehlt noch was, ich brauche noch was, all diese Dinge, die dann erst in diesem Schritt aufkommen. Das sind meistens diese Punkte, wo eine KI-Strategie entwickelt wird, weil wie komme ich denn dann auf aussagekräftige Aussagen? Lustigerweise, oder eigentlich ist es eh nicht so lustig, viele der Firmen, die da links oben auf diesem Punkt anfangen oder bei dem Punkt, ich habe einen Datenschatz, sagen im zweiten Atemzug, jetzt entwickle ich eine KI-Strategie und das mache ich jetzt einfach. Und da kriege ich jetzt alle möglichen Informationen raus und da werde ich Predictive Maintenance machen und da werde ich was ich alles machen werde. Vergessen aber, dass die Schritte, die dazwischen zu erfüllen sind, und das ist jetzt wirklich nur extrem schematisch dargestellt, ja, oft ein mühevoller, teilweise sehr langwieriger Prozess sind, um dort überhaupt hinzukommen. Das heißt, all diejenigen, die das heute machen, sind da einen mehrjährigen Weg gegangen, um die Daten überhaupt so zur Verfügung zu haben und so miteinander zu verknüpfen, dass sie diese Analysen tatsächlich durchführen können. Ja, und am Schluss steht Mehrwert generieren. Ich habe Daten und aus diesen Daten möchte ich irgendetwas tun. Manchmal ist es lediglich zur Prozessverbesserung, heute immer mehr natürlich auch zur Geschäftsgenerierung, beziehungsweise dem Kunden, dem Nutzer einen Mehrwert zu stiften. Etwas vorwegzunehmen, etwas besser zu machen, leichter zu machen, nicht ausfüllen zu müssen und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich das Ziel dessen, warum das getan wird. So, was spricht oder was, wenn, oder ich fange anders an. Wenn man in Firmen solche Themen diskutiert, gibt es gute Meetings dazu, dann sitzt man dort, schaut sich das an, wunderbar, diesen Schritt bestreiten wir. So, und dann kommt der CISO oder der Security Officer oder der regulatorisch Beauftragte oder sonst irgendwas und sagt, ja, kleines Problem gab es schon noch. Das sind viele, viele Dinge, die wollen wir so nicht, die dürfen wir nicht, die können wir nicht, die sollten wir nicht. Es gibt irgendwelche Gesetze, die dagegen sprechen oder sonst irgendwas. Also ich habe jetzt hier einen Prozess aufgesetzt, ich habe Daten, ich möchte daraus was machen, allerdings stellen sich da immer mehr Fragen, wo speichere ich das überhaupt, wo verarbeite ich das alles? Also wenn wir heute über Cloud sprechen, sprechen wir ja im Regelfall davon, einen dieser drei großen zu verwenden, wie die mit Daten bzw. mit den ja, übergebenen Daten umgehen, ist so eine Sache. Manchmal weiß man es nicht. Was man allerdings weiß, ist, dass es da einige gesetzliche Grundlagen gibt, die es ihnen unter gewissen Umständen erlauben, auf diese Daten zuzugreifen, selbst wenn sie in Europa liegen. Was natürlich für viele Firmen ein No-Go ist, also wenn man speziell an Intellectual Property oder solche Dinge denkt. Um jetzt auch vielleicht andere Beispiele heranzuziehen, wir haben jetzt sehr viel auch aus Daten gesehen, die möglicherweise sogar Open Data sind, das habe ich jetzt nicht hinterfragt, aber die jetzt aus der Wissenschaft und wissenschaftlichen Nutzung kommen. Aber wenn zwei Firmen kooperieren, zum Beispiel Bosch mit BMW, was ein reales Beispiel ist, dann haben die kein großes Interesse daran, dass Daimler, VW, Toyota oder Chrysler genau auf diese Daten zugreift. Das wollen die einfach nicht. Deswegen müssen sich die irgendetwas überlegen, wie sie dann trotzdem diese Möglichkeiten nutzen, aber gleichzeitig nicht in diese Patriot Act, US Cloud Act Thematik hineinlaufen. Und jetzt vielleicht noch ein dritter Aspekt. In Europa oder das jetzt speziell in dieser Pandemiesituation sind immer mehr Stimmen laut geworden. Wir müssen uns auch digital stärken. Wir müssen uns die digitale Landesverteidigung. Europa hat nicht den Stellenwert, den es eigentlich haben sollte. Und wenn man da genau hinblickt und die Digitalindustrie anschaut, muss ich leider sagen, ja, in vielerlei Aspekten ist das eine richtige Aussage. Also wir haben nicht diese großen Hyperscaler. Wir haben auch kaum diese wirklich großen Softwarefirmen, die Konkurrenz bieten können am Weltmarkt. Und damit
Gleichzeitig haben wir auch noch in Europa ein anderes Verständnis, wie ein gewisser Austausch stattfindet. Also es gibt ja genug Studien, zum Beispiel in Asien, wo diese persönliche Weitergabe von Handydaten für die Einwohner überhaupt kein Problem darstellt oder zumindest laut der Studie kein Problem darstellt. Ich glaube, wenn ich in dem Raum die gleiche Umfrage machen würde, kommt da ganz was anderes raus. Hoffe ich zumindest. Das heißt, in Europa haben wir da ein anderes Verständnis und gleichzeitig durch die vielen Staaten, die wir da zusammenfassen, jetzt haben wir zuerst die EU, die 27 EU-Staaten gesehen, ist da natürlich auch ein sehr divergentes Feld, das in vielen lokalen Initiativen leider Gottes mündet. So kommen wir zu dieser europäischen Datenrealität. Was sind da im Moment die Herausforderungen? Was sind die Trends dazu? Viele Dinge sind uns völlig klar. Es gibt mehrere Technologie-Stacks. Es gibt Gerichtsbarkeit, ganz schwieriges Thema. Was ist, wenn wirklich was passiert? An wen kann man sich da überhaupt wenden? Ich weiß nicht, ob sie diese Verfahren mitbeobachtet hat, wie lange das manchmal dauert. Also der gute Herr Schremser, der hat ja echt eine Geduld auch, nicht, der sich da durchhandelt durch gewisse Prozesse. Das dauert viele, viele Jahre, bis man zu diesem Punkt kommt, dass dann wirklich etwas entschieden wird. Und dann ist noch immer die Frage, wie das lokal umgesetzt wird. Und da geht es nämlich dort noch einmal weiter. Also wir reden davon von vielen, vielen Jahren. Privatunternehmen haben diese Zeit nicht. Die müssen jetzt etwas tun, die treffen jetzt eine Entscheidung. Da ist oft sehr viel Geld damit verbunden. Das ist ein schwieriger Umstand. Ja. Fehlen von allgemein zugänglichen Programmierschnittstellen, APIs. Wir haben auch schon von APIs gehört, und Sie fragen, ja, wenn jeder proprietäre APIs macht, wird es auch wahrscheinlich nicht einfacher in der Interaktion zwischen den einzelnen Datenaustauschenden. Vielzahl von Beteiligten, erschwerter Zugang zu Daten- und Infrastrukturdiensten und so weiter. Sektorspezifische Datenräume, ganz eigenes Kapitel. Also ich habe zuerst die Auto- oder Automotive-Industrie hergenommen. Gibt es natürlich eigene Datenräume, die sich dann auch mit einer eigenen Nomenklatur befassen. Um was geht es da eigentlich? Welche Themen werden da drinnen behandelt? Wie erfolgt die Vernetzung und die Interaktion dieser Daten? Ist aber de facto für die jeweils anderen Datenräume nicht angreifbar, weil eigene Nomenklatur de facto eine eigene Datenwelt. Mangelnde Transparenz, Souveränität, komme ich noch drauf, und dezentralisierte Verarbeitungsstandorte. Also dadurch, dass jetzt nicht alles an einem Ort liegt, macht das für die IT, speziell für die Services und für die Prozesse, die das bearbeiten wollen, nicht gerade einfach, wenn das über ganz Europa oder über die ganze Welt verstreut wird. Die EU, besser gesagt Deutschland, hat vor über zwei Jahren knapp, eine Initiative ins Leben gerufen. Diese Initiative nennt sich Gaia X. Gaia ist nicht ein Kunstbegriff, sondern hat sich angelehnt an eine griechische Mythologiefigur. Ich habe das selber nachgeschaut. Also das ist steht für die Mutter Erde. Das X steht für diese vier Ausprägungen, auf die komme ich dann noch zu sprechen. Und zwar all diese Punkte, die wir jetzt davor gesehen haben, inklusive dieser zersplitterten Landschaft sowohl der einzelnen Länder, der Datenräume, der Inhomogenität, die wir heute in Europa in diesem Bezug haben, hat sich diese Gaia-X-Initiative hergenommen und gesagt, was müsste man denn eigentlich tun, um in Europa einen Datenraum zu schaffen, in dem es möglich ist, Daten auszutauschen und vernetzen, aber gleichzeitig die Souveränität, also ich bleibe Herr meiner Daten, aufrechtzuerhalten. Also das klingt ein bisschen nach der Quadratur des Kreises, ist es in gewisser Weise auch, aber die Ansätze gibt es bereits und gehen aus meiner persönlichen Sicht in die richtige Richtung. Das heißt, diese vier Grundsätze wurden definiert: Datensouveränität, Stärkung der digitalen Souveränität von Wirtschaft, Wissenschaft, Regierung und Gesellschaft. Also ein sehr breiter Ansatz. Und Souveränität eben, ich stelle die Daten zur Verfügung, ich lasse sie sogar vielleicht verarbeiten, ich gebe sie aber nicht her. Jetzt,
alle, die schon mal programmiert haben, alle, die schon einmal in sowas, in so einem Feld tätig waren, runzeln die Stirn, mit Recht, wie geht das? Ja, also es ist eine Schnittstelle, da habe ich Daten und da schiebe ich es rüber und dann sind sie drüben, nicht? Aus, passt da, und dann sind sie weg. Und hier soll halt ein System, ein Framework oder ist schon bereits im Aufbau, das versucht, dem Einhalt zu gebieten. Reduzierung von Abhängigkeiten privater, geschäftlicher Anwender und Anbieter. Dann aber auch Kontrolle über den Standort und regulatorische Umfeld. Also wir haben etliche Punkte gesehen, wo es darum gegangen ist, wo ist die Gerichtsbarkeit, wer ist überhaupt verantwortlich, wo kann ich mein Recht einklagen, wie bekomme ich überhaupt Recht. Und diese Punkte in einem geordneten Raum zu behalten, also die Daten dort zu behalten, wo das auch wirklich gesichert ist, ist eines, ein weiterer Eckbaustein dieser Gaia-X-Initiative. Erhöhung der Transparenz und Attraktivität der digitalen Dienste. Ziel ist es auch, dass diese Dienste, die dort geschaffen werden und die Möglichkeiten, die hoffentlich private Unternehmen dort schaffen, auch wirklich der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Über gewisse Services, über verschiedene Prozesse. Und die Schaffung digitaler Infrastrukturen und eines Ökosystems für Innovationen. Also so wie die Cloud oder all das, was wir heute darunter verstehen, Digitalisierung unglaublich befeuert hat, weil auf einmal Dienste für jeden Entwickler mehr oder weniger on your fingertips zur Verfügung steht, die undenkbar gewesen wären vor 10 Jahren. Was weiß ich, Gesichtserkennung, wer von Ihnen hätte schreiben wollen. Und heute ist es eine Sache, die eigentlich, ja, sehr, sehr kostengünstig, wenn nicht überhaupt gratis teilweise zur Verfügung steht. Also auch diese Aspekte der leichten Nutzung und das, ja, ins Volk hineinbringen, steht hier ganz oben. Es gibt da 4 Kernelemente, die dafür sorgen sollen, dass das überhaupt in irgendeiner Form möglich wird. Wir haben, das ist übrigens dieses X, was dann mit Gaia X bezeichnet wird. Wir haben da links oben Federated Identity, also Identitätsmechanismen, die es erlauben, Identitäten gegenseitig auszutauschen. Also wo sichergestellt wird, derjenige, der diese Daten anfragt, ist es auch wirklich der. Dazu gibt es genug Mechanismen, die wir heute kennen. Das ist auf einer europäischen Plattform aufgesetzt, ist eine weitere Herausforderung, aber glaube ich, können wir uns technisch alle vorstellen. Ich gehe unten links weiter, ja. Federated Catalog, also es wird einen Katalog geben, wo die Dienste und die Daten veröffentlicht werden, also für jeden zugänglich, auch für uns, so wie wir da sitzen. Das ist insofern wichtig, um diese Transparenz überhaupt ja, ins Leben zu rufen, aber gleichzeitig auch, um diesen Austausch, diese Vernetzung auch wirklich zu fördern. Es gibt ja etliche Elemente, wo man sagt, aha, komisch, wusste ich gar nicht, dass das gibt. Heute haben wir schon, weiß nicht jetzt von welchem Sprecher, aber von DataGV.at gehört, das ist wirklich einmal ein Blick wert, wenn man manchmal denkt, aha, eigentlich interessant, was es ja nicht eh schon auch als Open Data sogar in Österreich zur Verfügung gibt. Und deren gibt es natürlich noch mehr. Ja, Aufbau eines Compliance Frameworks, das ist einer der wichtigsten Punkte, also wer darf in diesem Framework was tun? Wozu verpflichtet sich derjenige, der die Daten bereitstellt? Wozu verpflichtet sich derjenige, der die Daten nutzt? Und entsprechende Service darauf laufen lässt. Ja, und der oberste Punkt, Sovereign Data Exchange, also Sovereign Data Services, also der Mechanismus, die Daten gegenseitig auszutauschen unter all diesen Prämissen. Die Prämissen habe ich da noch aufgelistet, aber ich glaube, da können wir drüber gehen. Identitätsmanagement haben wir gesagt, souveräne Services haben wir gesagt, Compliance-Regeln, ja, und soll sehr stark oder baut sehr stark auf Open Source Software entsprechend auf. So schaut dann das gesamte Framework aus. Alles noch immer, jetzt befinden wir uns noch immer 1000 Meter über dem Meer und haben uns noch immer nicht angeschaut, wie das in Wirklichkeit technisch funktioniert. Das werde ich Ihnen alles ersparen. Teile davon könnte ich auch wahrscheinlich gar nicht erklären. Aber so schaut das gesamte Framework aus. Und wenn ich mir was wünschen dürfte und Sie heute aus dem Vortrag rausgehen und sagen, ja, ich habe was über Gaia X gehört und in weiterer Folge komme ich dann noch auf die österreichische Ausprägung davon und Sie sagen, ja, hab verstanden, es geht um Datenaustausch. Es geht nicht darum, einen neuen Hyperscaler zu bauen. Es geht nicht darum, eine neue Cloud-Infrastruktur aufzustellen oder Dinge dergleichen zu machen.
Das ist schlicht und ergreifend nicht Inhalt dieses Programms. Das Programm, auf das bin ich jetzt nicht näher eingegangen, GAIA-X, hat mittlerweile aus Deutschland heraus eine sehr, sehr breite Verbreiterung, ja, das hätte man besser sagen können, erfahren. Also Frankreich hat sich sehr schnell dem angeschlossen. Andere Mitgliedstaaten der EU-Mitgliedstaaten sind bereits beigetreten. Österreich ist gerade in dem Prozess, dem GAIA-X-Konsortium beizutreten. Es gibt eine eigene Gesellschaft, die mehr oder weniger die Dachhoheit in Brüssel übernehmen wird oder ja, in Brüssel übernehmen wird. Die ist schon gegründet. Da gibt es eigene Statuten dazu und so weiter. Kann man alles entsprechend nachlesen, wem das interessiert. Und behandelt dann in weiterer Folge genau diese Elemente, die wir hier sehen. Ganz unten vielleicht das Rote, das ist alles das, was Infrastruktur darstellt. Da gibt es gewisse Anforderungen dazu, gibt es auch Papers dazu, wie diese Infrastruktur aussehen soll. Was man aber dazu sagen soll, kann, ist, dass de facto jedes heutige Cloud-Service darunter laufen kann. Es kann natürlich ein eigenes Rechenzentrum sein, es kann natürlich irgendein Rechenzentrumsbetreiber für viele sein, aber es kann genauso Azure, AWS, Google oder sonst irgendeine Cloud sein. Warum? Weil alle Mechanismen, die darauf laufen, so aufgesetzt wurden, dass es keine oder hoffentlich keine Möglichkeit gibt, mit diesen Daten in irgendeiner Form etwas zu tun, wenn man nicht Datengeber oder Daten oder befugter Datennehmer dazu ist. Ganz oben sehen wir diese Ecosystems und auch das, ja, nicht von ungefähr, das werden wir jetzt gleich sehen, kommt oder wurde organisiert in diesen Datenräumen, in den entsprechenden Arbeitsgruppen beziehungsweise Räumen, die sich bestimmte Themen hernehmen. Das sind da einige Beispiele, Healthcare, Finance, Mobility und so weiter. Und wie wir das auch heute schon gesehen haben, wiederum der Kern, die Idee dahinter, das technische Modell, wie kann man so etwas überhaupt umsetzen, kommt aus diesen International Data Spaces und fügt sich damit sehr schön in die Vorträge, die wir auch bereits gesehen haben. Also das würde ich jetzt als Framework obendrauf zu sehen, um Datenaustausch auch auf europäischer Ebene durchzuführen. So. Die kennen wir alle oder die meisten von uns wahrscheinlich. Die Frau Bundesminister Schrambeck hat das im Juni aufgegriffen. Wir erinnern uns, da war noch viel, also da waren wir noch sehr durchgebeutelt von Lockdown und Co. und hat die digitale Landesverteidigung ausgerufen. Und die digitale Landesverteidigung hat sie ausgerufen, also indem sie gesagt hat, so, wir bauen jetzt die Ö-Cloud. Die Ö-Cloud, der Name hat zwei Nachteile. Das eine ist das Ö und das zweite ist das Cloud. Naja, warum? Ich fange beim hinteren Teil an, nicht, dass wir jetzt hier irgendwo eine Cloud bauen. Pff, ja, na, wer soll das glauben? Nicht? Also das wird nicht der Fall sein. Ist es auch nicht. War auch nicht geplant. Ist halt jetzt, wie soll man sagen, aus politischer Marketingperspektive war das vielleicht opportun. Mag sein. Aber das Ganze hat nicht zum Ziel, eine Cloud zu bauen, sondern sich im Endeffekt mit diesen GAIA-X-Mitteln einen Schub nach Österreich zu geben, um da auch wirklich einen Antrieb hineinzubekommen und mit diesem Thema weiterzumachen, weil halt erkannt wurde, dass man als Europa ja zu sehr vielen Prozent, jetzt sage ich keine Zahl, kann sich jeder selbst ein Bild machen, von ja hauptsächlich amerikanischen oder auch asiatischen Unternehmern abhängig sind. Also sie hat es im Juni ausgerufen, hat da entsprechende oder in diesem vom Ministerium wurden dann bestimmte Ziele daraus abgeleitet, Datensouveränität erhöhen, Digitalisierung der KMUs fördern, Cloud-Angebote in Österreich verbessern, internationale Anbieter, also die Abhängigkeit verringern und so weiter. Und dann sehen wir es auch da schon, nationale Initiative in Abstimmung mit GAIA-X, enge Abstimmung mit deutschen Wirtschaftsminister Herrn Altmaier. Übrigens für alle, die es interessiert, im Oktober gibt es wieder eine große Konferenz, da wird sich wieder der Herr Altmaier hinstellen, das ist der Wirtschaftsminister von Deutschland. Die Deutschen haben ja gerade die Ratspräsidentschaft und haben das offensichtlich ganz oben auf ihre Agenda geheftet und ich durfte das ein bisschen miterleben in den Ministerien, wie da wirklich von Deutschland Druck gemacht wird,
dieser Initiative beizutreten, einen Beitrag zu leisten, in dieses Gremium hineinzugehen, in das Steuerungsgremium hineinzugehen und so weiter. Also da muss man wirklich sagen, mit deutscher Gründlichkeit wird das entsprechend vorangetrieben. Und das meine ich jetzt im positivsten aller Sinne. Ich glaube, mit Schludern und Schlampig und schauen wir mal, werden wir dort einfach nicht hinkommen. Das ist das Problem. Und es wurden entsprechende Ö-Cloud-Projektziele ausgerufen. Aber die habe ich jetzt schon in etwa zusammengefasst. Also auf Basis dieser Gaia-X-Initiative österreichische Firmen heranzuholen, mitzumachen, für diese Datenwirtschaft zu interessieren, aber auch tatsächlich auf Basis dieser Gaia-X-Mechanismen Services für die österreichische Wirtschaft anzubieten. Von und für die österreichische Wirtschaft anzubieten. Ja, das Programm hat eben im Juni gestartet. Mittlerweile gibt es da mehrere Arbeitsgruppen und jetzt bringe ich noch zum Schluss ein bisschen schwierigeres Bild. Also das ist mehr oder weniger die Explosionsdarstellung von der Gaia-X-Folie, die wir vorher gesehen haben, und stellt all die Initiativen dar, die im Moment von dieser Ö-Cloud-Initiative wahrgenommen werden. Also wir haben einen Stream, der sich zum Beispiel um Standards kümmert. Also dort ist es natürlich notwendig, für diesen Datenaustausch hochgradig zu standardisieren. Welche Zertifikate, in welcher Form, wie werden die ausgetauscht, wo kriegt man die überhaupt her, wer ist die autorisierende Stelle, wer ist der Broker dazwischen, was ist, wenn ein Broker dazwischen ist, was ist, wenn keiner dazwischen ist, wie kann ich gewährleisten, das wäre zum Beispiel der Trick, wie kann ich gewährleisten, dass Services auf meinen Rechnern laufen, meine Daten verarbeiten und nur die Ergebnisse wieder zurückliefern, das ist zum Beispiel ein Teil dessen. Also wie man gewährleisten kann, zum Beispiel auf BMW-Daten zuzugreifen, ohne jetzt irgendeine Verletzung zu haben, aber auch ohne deren Intellectual Property daraus zu gehen, sondern nur zum Beispiel die statistischen Daten dazu. Das wäre die höchste Form, die da drinnen beschrieben ist. Also diese Standards werden in der Standardsarbeitsgruppe behandelt. Einer der wichtigsten Punkte, ganz sicher DSGVO, das ist ja all das, was de facto allen Regulativen außerhalb der EU fehlt, wo man sich meiner Ansicht nach auch fast absichtlich darüber hinwegsetzt, um eben auf bestimmte Dinge überhaupt zugreifen zu können und um bestimmte Geschäftsmodelle überhaupt etablieren zu können. In all diesen Initiativen, sowohl in Österreich als auch in der EU, steht die Datenschutzgrundverordnung ganz oben und ich glaube, das ist auch gut so. Es gibt eine eigene Arbeitsgruppe zum Thema, wir haben da Standards, wir haben da oben Use Cases. Use Cases ist die Methode, um auf gewisse Umsetzungen zu kommen, ohne jetzt mit einer voll theoretischen Abhandlung zu beginnen. Also dass man sich bei der Umsetzung auf die Dinge konzentriert, die tatsächlich für einen gewissen Fall benötigt werden. Und deswegen gibt es da mehr oder weniger mittlerweile einige Firmen, die sich mit diesen Use Cases beschäftigen, aber auch mit deren Umsetzung bereits beschäftigen. Eine Gruppe Zertifizierungen, es wird ein Zertifizierungsprozess angestrebt, die sind auch schon relativ weit, auch in Zusammenarbeit mit Deutschland. Und es gibt dann auch noch eine Gruppe Kommunikation. Das heißt, da werden wir, weiß nicht, wahrscheinlich nächsten Monaten doch einiges drüber hören und den Versuch, dass gerade zu rücken, das mit dem Ö und dem Cloud. Ja, das Ö habe ich vielleicht nicht ganz erklärt, aber nur Österreich allein wird es wohl nicht machen können, glaube ich mal. Und Daten sind halt ein Ding, das sich sehr schnell verbreitet und nicht in einer Ländergrenze, in einer politisch gezogenen Ländergrenze halten wird. Also das wird wohl nicht sein und deswegen glaube ich, dass beide Elemente von Ö und von Cloud jetzt nicht so super glücklich gewählt wurden. Der große Vorteil ist, jeder oder viele haben das schon gehört und haben eine Meinung dazu. Auch wenn sie nicht dahinter geschaut haben, was das eigentlich ist. Also das war mir ein Anliegen, vielleicht einen kleinen Blick dahinter zu geben und Ihnen zu zeigen, dass das meiner Ansicht nach doch eine sehr gute Initiative ist, mit diesen datengetriebenen Modellen umzugehen und einen weiteren Schritt in die Zukunft zu machen. Also wenn Sie an diesen Dingen oder irgendwelchen anderen Dingen aus diesem Vortrag Interesse haben, Sie erreichen mich im Netz.
dadurch, da nehme ich immer, mein Name hat halt einfach Seltenheitswert und damit werden es mir auch viel. Vielen herzlichen Dank. Danke. Gibt es konkret Fragen? Digitale Fragen? Keine digitalen Fragen. Dann darf ich den Bogen spannen und bei der digitalen Verwaltung bleiben, bei der öffentlichen Verwaltung bleiben und den Titel Datengetriebene Steuerung in der öffentlichen Verwaltung von der Frau Claudia Bauer-Stark von Accenture ankündigen. Sie ist technische Mathematikerin und gleichzeitig Programm- und Projektmanagerin im öffentlichen Sektor. Es freut mich sehr, dass ich Sie begrüßen darf. Ich darf mich von Ihnen an der Bühne verabschieden. Ich muss noch einen Termin, einen Kabinettstermin wahrnehmen. Mein Kollege, der Herr Göbel, wird Sie aber das rechtliche Programm führen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei dem jetzigen Vortrag und beim rechtlichen Programm. Herzlichen Dank. Freut mich sehr, dass ich Ihnen heute ein bisschen was über datengetriebene Unternehmenssteuerung erzählen darf. Vielleicht kurz zu mir. Mein Name ist Claudia Bauer-Stark. Ich bin seit 7 Jahren bei Accenture und früher im Bereich, im Banken- und Versicherungsbereich und jetzt seit 4 Jahren im öffentlichen Sektor und da halt immer wieder sehr datengetrieben und auch immer wieder in Merger-Aktivitäten aktiv, die jetzt, was sich hier in gewissen Bereichen oder im Sozialversicherungsbereich getroffen hat. Entschuldigung. Ja. Gut, worum geht es eigentlich? In unserer Vision von einer datengetriebenen Unternehmenssteuerung habe ich immer das Bild, ein CEO oder ein Generaldirektor steht in der Früh auf, hat sein Tablet oder irgendein iPad, was auch immer, hat dort sein ganzes Unternehmen drauf in Form von Prozessen, was auch immer und kann überall reinklicken, wie es in seinem Unternehmen ausschaut. Das wäre meine Vision, wie ich ein Unternehmen steuere, eben auf Datenbasis und nicht, ich glaube, wir alle kennen das, es gibt irgendeinen Statusbericht und im Anhang gibt es 30 Grafiken und 40 Tabellen und man weiß genau, man schaut in der dritten Grafik unten links, weil man weiß ja, diese eine Kurve interessiert einen. Und genau dahin soll das Ziel in der datengetriebenen Unternehmenssteuerung gehen, dass ich wirklich mein Unternehmen steuere über Daten und nicht nur über irgendwelche Details und ich habe da ein kleines Dashboard für den Bereich oder für den. Und das Ziel sollte eben sein, dass ich das umfassend steuern kann. Und das ist für uns auch das Ziel gewesen in einigen Projekten, über die ich jetzt ein bisschen was erzählen werde. Ich glaube, die Herausforderungen heutzutage sind für uns alle gleich. Ich glaube, es ist egal, ob man es jetzt im öffentlichen Sektor oder in anderen Branchen anschaut. Es gibt überall so Dinge, wie dass man sehr ortsabhängig ist mit irgendwelchen Dingen. Es sind die Kundendaten steigen oder die Datenmengen steigen, mit denen wir eigentlich nicht so viel anfangen können. Oder wie bei anderen, die Papierarchive steigen. Ich kenne Kunden mit kilometerlangen Gängen, wo sich aufgrund von regulatorischen Bestimmungen die Papierstapeln sammeln, was auch immer. Und jeder muss versuchen, dem irgendwie Herr zu werden. Auf der anderen Seite machen wir jetzt sehr viele Digitalisierungsprojekte, wo wir einfach einzelne Prozesse anschauen. Oder ich weiß nicht, Sie werden alle auch in Ihren Häusern, nehme ich an, oder wo immer Sie tätig sind, einzelne Dinge digitalisieren, aber noch nicht das Ganze. Das heißt, man hat so eine Mischvariante. Andererseits ist es auch so, dass man in vielen Dingen digitalisiert, um eben von der Außendarstellung her besser zu werden. Das heißt, man bietet neue Apps an, es haben selbst kleine Online-Shops, das tun sie müssen, also jeder macht. Und man sammelt überall Daten, die eigentlich oft halt nur zu einem Datenfriedhof werden und nicht zur Steuerung dienen. Plus, was man natürlich auch will, und das ist ja auch der Hauptsinn, warum digitalisieren wir alles, wir wollen ja auch Effizienzgewinn haben. Wir möchten ja dem Kunden mehr Service liefern können, schnellere Durchlaufzeiten, mehr Informationen zur Verfügung stellen und so weiter. Und im Sinne aller dieser Zielsetzungen und vor allem auch dieser Herausforderungen durch diese verschiedenen Dinge, kommt man irgendwann dazu, dass ich mir mein ganzes Unternehmen anschauen muss. Für mich ist das immer sehr wichtig, viele Kunden, ich weiß nicht, ob allen Haus hier das Thema fachliches Zielbild etwas sagt oder funktionales Zielbild. Ich weiß nicht, wie weit Sie schon damit zu tun gehabt haben.
was aus unserer Sicht immer das Wichtigste ist, ich muss mir überlegen, was tue ich und wer tut's und wo tut das. Und das heißt, im Sinne von, ich habe dann verschiedene Level, ich kann mir, unten geht es immer darum, wo ist der Kontakt zum Kunden, zum Endanwender, zum Patienten, und nach oben hin geht es dann immer weiter ins Haus hinein. Und das heißt, Ziel ist es immer, an erster Stelle sich mal zu überlegen, wo stehen wir, in welchem Bereich, was tun wir da und wo sind meine Einheiten. Das heißt, was ich spannend finde, man kann viele Kunden fragen, es ist nicht jeder normalerweise fähig, sein Bild ganz schnell zu zeichnen. Wo tut er was und wo passiert was und wo sind die Einheiten? Wichtig ist, das ist jetzt unabhängig vom Organigramm. Hier geht es wirklich um die fachlichen, funktionalen Tätigkeiten, die Ihr Unternehmen durchführt. Und was ist unsere, aus meiner Sicht eigentlich das Key-Element für das alles ist. Wenn ich mal weiß, wie ich mich organisieren will und ich auch meine Ziele definiert habe, wo ich sage, okay, Telefon ist für mich ganz wichtig, ich will nicht mehr so viele Kunden haben, die zu mir kommen, ich will auch nicht mehr, dass wir immer einen Brief schicken, aber ich hätte gern, dass sie mir die Dinge online einreichen. Wenn ich jetzt mich bei diesem ganzen Bild gefunden habe und meine Strategie mir überlegt habe für jedes dieser Kasteln, oder wie, es ist egal, wie diese Kasteln ausschauen, jeder hat da seine eigenen. Wenn ich dann weiß, was ich in jedem Kastel tun will, dann habe ich die Chance zu sagen, okay, ich kann jetzt meinen Prozess aufzeichnen. Wie funktionieren jetzt meine Prozesse im Haus? Und da rede ich jetzt nicht, das sind für diejenigen, die es kennen, von Aris, Adonis, was auch immer, jeder hat da seine Philosophie. Ich bin auch kein Befürworter, dass man jetzt stundenlang irgendwelche alte Prozesse sich überlegt. Aber was man wissen muss, ist, wo tue ich was und wo will ich mein Unternehmen mit Daten steuern? Wenn man jetzt hier ein Beispiel ist, eine typische Kundenanfrage. Das kann jeder jetzt auf sein Unternehmen beziehen. Aber es geht eigentlich immer gleich, es kommt irgendwas rein. Hoffentlich am einfachsten digital automatisiert. Irgendwer hat sich mit seiner ID, was auch immer, auf der Homepage angemeldet und ihre Daten bekommen sie direkt rein. Das ist der beste Weg. Der nächste ist dann, irgendwer kontaktiert sie über irgendeine Plattform, über irgendwelche Kontaktformulare, die vielleicht noch nicht strukturiert sind und noch nicht datenmäßig eingelesen werden können. Oder sie bekommen eine E-Mail, wo weder der Kundenname steht, noch die Kundennummer, es kommt irgendwas. Das werden viele von Ihnen kennen. Oder es ruft jemand an. Das Typische, wir alle kennen die Mobilfunkanbieter, Kunden, Hotlines, was auch immer, wo man stundenlang in irgendeiner Hotline hängt, wo man sich wieder mal aufregen will. Auch diese Dinge. Plus, gibt immer noch Briefe. Wenn ich jetzt all diese Eingangskanäle habe, wer ist es aus meiner Sicht das Essentiellste, um das Unternehmen richtig steuern zu können? Ich habe es hier dann immer so rot eingekastelt, dass ich mir anschaue, wie performe ich dort? Ich glaube, wenn Sie jetzt irgendjemand fragen, dann sagt, ja, bei uns in der Hotline warten wir überhaupt nicht lang. Aber erster Schritt ist mal zu wissen, wie viele rufen an, wie viele warten und so weiter. All diese ganz normalen, werden die Telefonanbieter stellen das zur Verfügung, was auch immer. Und das ist aus meiner Sicht der Going-In für diese Steuerung, dass ich weiß, okay, wie schaut es dort aus? Und wenn ich diesen Prozess jetzt weiter durchlaufe, sollte ich mir für mich überlegen, an jeder Stelle des Prozesses, wo will ich steuernd eingreifen? Vielleicht ist es für mich nicht so interessant, wie viel schriftlich jetzt aus Niederösterreich kommen oder nicht, keine Ahnung. Aber ich muss mir für mich überlegen, wo will ich diese Steuerung ansetzen? Und in dem Beispiel sieht man jetzt sehr gut, sich bei den Eingangskanälen zählen wir ganz detailliert im Telefon, schauen wir uns das an, aber bei den anderen Kanälen ist es noch, zählen wir nur normal, also ohne höhere AIs oder so. Und so geht das dann das ganze Zeit durch. Ich kann mir anschauen, wie ist der Freigabeprozess bei irgendwelchen Sachbearbeitern? Wie lange dauert es, bis irgendwas von der Revision geprüft wurde und so weiter? Und Ziel ist dann eben, dass ich mir überall dort, wo jetzt aus meiner Sicht kritische Dinge sind, diese Stellschrauben baue. Und diese Stellschrauben sind genau das, ich komme später noch darauf zurück, das soll eben nicht diese Tabelle im siebten Anhang sein, wo irgendwelche Zahlenkolonnen sind, die keiner versteht. Die Stellschraube soll so sein, dass ich als Vorgesetzter, als Führungskraft drüber schauen kann und sage, aha, meine Bundesländer performen so. Ich muss es aber auch so zur Verfügung stellen, dass ich demjenigen in Tirol, der derzeit halt nicht gut performt, das sofort zur Verfügung stellen kann und er seine Zahlen auch sieht. Weil wenn das wieder im Anhang und das passt nicht zusammen und das kennen wir nicht, kann ich das Unternehmen nicht steuern. Und das ist eine Erfahrung, die wir sehr oft machen. Jeder zählt anders. Als erstes heißt es von so mal, na, das stimmt ja nicht, das kommt aus der Zentrale. Also ich glaube, ich muss da in diesen nächsten Weg kommen, ein Instrument zu bauen, das das Unternehmen steuert, dem alle glauben und das immer von ganz oben bis ganz unten differenziert werden kann. Das wäre für mich persönlich das Ziel einer datengetriebenen Unternehmenssteuerung. Die anderen Dinge, so warum, wie das technisch ist und so, da gibt es noch einiges, so wie vorher, wollen wir auch nicht alles wissen oder können wir nicht alles wissen, aber das ist das Ziel. Und dann gibt es verschiedene Wege, die dann nach Rom führen. Bitte, wenn es irgendwie Fragen gibt, kann man gerne auch unterbrechen, falls das einfacher ist.
Gut, so. Warum tut man es? Ich glaube, das habe ich schon länger mal breit erklärt. Ich kann eine Objektive entscheiden, ich habe die richtigen Grundlagen und ich brauche vor allem diese Basis, die alle glauben. Und der unterste Punkt, ich glaube, das ist sehr relevant, weil diese datengetriebenen Dinge ermöglichen mir auch, dass ich Prognosen mache. Und das haben wir bisher, war das ist ja noch nicht so. Weil viele, glaube ich, haben schon so MIS-Systeme, was auch immer, irgendwelche Infos, aber dass ich mit solchen datengetriebenen Dashboards und Analysen auch Prognosen machen kann, ist ein ganz neuer Schritt, den wir jetzt da weiterentwickeln können. Gut, wie geht man es jetzt normalerweise an? Ich glaube, es ist egal, wie Sie diese einzelnen Schritte durchlaufen, für mich ist das der einzige Weg. Man muss irgendwie anfangen, Unternehmensziele sich zu überlegen. Gut, das hoffen wir, sagen wir, man hat ein Zielbild, man weiß, wo man hin will, Haken dran. Und dann muss man herausfinden, wo sind meine Daten? Es ist klar, es haben viele große Unternehmen, haben ein DWH, haben irgendwas, haben vier verschiedene Medien meistens, wo Daten drinnen sind. Und man muss, und dann gibt es noch irgendwo ein Excel-Sheet, wo was getrackt wird und, und. Das heißt, Ziel von dem Ganzen ist, irgendwann ein Datenmanagement zu haben, wo ich alle Daten habe und darauf zugreifen kann. Ich glaube, was wichtig ist, viele glauben, sie müssen dann ein DWH neu bauen. Ich glaube, es ist ein Schritt davor. Ich muss einen Data Lake oder eine Datenplattform, wie immer ich das nenne, bauen, wo ich alle Daten zusammenziehe und dies so mein Single Point of Trust oder wie man das nennt ist. Ich muss nicht die ganze Datenstruktur im ganzen Haus umbauen. Ich muss mir irgendwo einen Lake, eine Plattform, irgendwas bauen, wo ich alles hinschiebe und alle Daten zusammen habe. Ich glaube, ich kann das ein bisschen besser. Genau. Also ich glaube, was wichtig ist, ich habe unten verschiedene Daten. Man sieht eh das CRM, das SAP, das DWH im Web, was sie halt alles haben, an Excel-Sheets und Access-Datenbanken und alles, was halt so da ist. Und das muss ich irgendwo zusammenführen. Wir lösen das sehr oft über so eine analytische Datenplattform, wie immer man das dann macht. Und wenn ich jetzt diese Datenbasis habe, und ich glaube, was auch wichtig ist, ist nicht, man hat nie alles. Also wir starten in den Projekten sehr oft mit einem Dashboard in einer Ecke und dann arbeiten wir uns immer weiter. Und je mehr Daten wir in die Plattform reinkriegen, umso mehr können wir die Dinge ausbauen. Ich glaube, das ist schon auch ein Schritt zum Erfolg, dass man nicht so dieses allumfassende Datending hat, wo alles drinnen ist, sondern man sagt dann, ah, da kommt jetzt was Neues dazu, Corona, wir müssen irgendwas anderes geben, gut, gehen wir auch dazu. Und alle Wege führen eben über diese Plattform und von der weg kann ich dann meine Dinge bespielen. Und wichtig ist da halt auch, so wie oben, wie ich vorher schon erwähnt habe, ist, ich brauche nicht eine View für eine Person. Ich brauche einen Blick auf das ganze Unternehmen. Und zwar von der Generaldirektion bis zu dem, weiß nicht, auch Lagermenschen, der irgendwelche Dinge ausgibt. Es müssen alle Bereiche drinnen sein und ich muss die Chance haben, das auch zu nutzen, und zwar Steuern zu nutzen. Also ich kenne das von Kunden, die dann wirklich ihre... Wo wir dann so Dashboards bauen und die schicken diese Links dann in die einzelnen Bundesländer und sagen, schau dir das bitte an oder machen damit ein regelmäßiges Reporting, was auch immer. Und das, glaube ich, ist wichtig und das ist nicht mehr so wie immer am ersten vom Monat wird der Report gezogen und wir schauen, sondern das ist immer Realtime und immer da und ich kann reinschauen, wo stehe ich. Und was auch ein limitierendes Thema ist, ist oft, und wenn die Daten nur einmal in der Woche aktualisiert werden, dann ist es halt so. Also ich kenne mich an viele Workshops erinnern, wo dann jemand drin sitzt und sagt, ja, aber die haben wir noch einmal in der Woche und die haben wir noch einmal im Monat und das geht alles nicht. Das heißt, man muss immer pragmatisch in diese Steuerungsfunktion im Kopf haben und man sagt, gut, dann machen wir den Report halt nur einmal in der Woche, weil die Daten nicht öfter da sind, aber dafür haben wir ihn. Und in der nächsten Austauschstufe kümmern wir uns darum, diese Daten noch mehr zur Verfügung zu haben. Und nicht diesen, das ist sehr oft auch, weiß nicht, man sagt, diesen wissenschaftlichen Ansatz, alle Daten zu haben, den wir im Unternehmen nicht erfüllen können. Man hat nicht alle Daten immer sofort zu finden. Immer in diese nächste Ebene gehen. Was brauche ich, um das Ding steuern zu können? Und wenn ich dann soweit bin, starten wir sehr oft mal in einer Ecke, was ich sehr oft typisches Thema Geschäftsfälle. Irgendwelche Dinge, die Sie erledigen müssen, wo es Rückstau gibt, wo man versucht herauszufinden, wo liegt es, bei wem hängt es, in welchem Land hängt es, bei welcher Person, bei welcher Einheit. Oder ein anderes Beispiel sehr oft ist so Dinge wie Qualitätssicherung, irgendwelche Vier-Augen-Prinzipien, irgendwelche Prüfquoten, wo ich in der Endausbaustufe meiner Unternehmenssteuerung dann auch steuern kann und sage, vielleicht probiere ich eine Prognose. Wenn ich jetzt nur 30% der Fälle prüfe anstatt 40, was heißt das für meine Zahlen und so weiter. Also das ist der nächste Schritt dann. Und oben drüber immer dann noch eine Management-Sicht, wo ich sozusagen die Summe all dieser Daten anschauen kann und zusammenziehen und mir eigene Reports machen kann oder wie auch immer. Also das wäre aus meiner Sicht die Basis für das alles. So, gut, dann komme ich schon konkret, wie schaut das jetzt aus? Ich glaube, die meisten von Ihnen werden jetzt, weiß nicht, sei es Power BI oder Tableau oder was immer Sie kennen,
Es gibt verschiedenste Tools, um solche Dashboards zu bauen. Ich habe jetzt ein paar Beispiele da, wo ich Ihnen zeigen kann, wie man sowas normalerweise auflöst. Gut, da ist natürlich der Kreativität nach oben alles offen. Man kann verschiedenste Analysen machen und ich glaube, was man schon sieht ist, was wir jetzt bemerkt haben, ist, das ist immer ein sehr iterativer Prozess. Ein Dashboard oder so eine Übersicht zu bauen, ist nicht so, das baue ich jetzt und dann war's was, sondern man sieht dann in den Analysen, wenn man mit den Leuten redet, draußen vor Ort, was brauchen sie, um noch besser steuern zu können. Und dann ermöglichen diese, welche Tools auch immer man dafür verwendet, ist da schon die Chance gut, das ganz einfach umzubauen. Also wir haben das oft gemerkt in Meetings, wo jemand sagt, oh, das ist ja ganz toll, aber eigentlich, und wo man dann noch im Meeting gewisse Dinge neu raussuchen kann und neu rausziehen kann. Also da gibt es jetzt ganz andere Möglichkeiten, wenn dahinter eben so eine analytische Datenplattform oder irgendwas steht, wo ich alle Daten schon auf einem Haufen habe. Wie schaut das jetzt konkret aus? Ich habe da jetzt ein paar Beispiele. Ich glaube, was schon Dinge sind, die man vielleicht nicht so kennt oder die einem nicht so bewusst sind, man kann das ja dann noch weiterführen. Man kann nicht nur bleiben, dass man sagt, okay, ich schaue mir die Zahlen einfach an, sondern ich kann jetzt definieren, zum Beispiel haben wir ein Ampelsystem definiert, wo wir sagen, gewisse Geschäftsfälle, die vergleicht man einmal mit der Woche davor und einmal mit vor einem Jahr. Und dann nehme ich als nächstes dazu in Kombination mit einer Kundeninteraktion. Wie viel hat es gegeben? Waren die Leute vielleicht im Stress draußen? Ist deswegen. Das nehme ich dazu und noch als drittes dazu eine Qualitätssicherung, wo ich sage, wie lange haben wir gebraucht? Vielleicht haben die zu schnell und dann auch schlampig gearbeitet oder was auch immer. Und ich habe hier die Chance, dass ich diese Dinge, die ich normalerweise einzeln, früher habe ich gewarnt, dass meine Dinge in der Statistik, jede einzelne, wo ich jetzt die Chance habe, aufgrund dieser analytischen Methoden von heutzutage, die alle miteinander zu verknüpfen, um mir dann eine Ampel zu definieren und zu sagen, die Ampel ist dann grün, gelb, rot, wenn es das und das ist. Und da kann ich natürlich über die Zeit dann schrauben, wenn ich mein Unternehmen steuern will. Ich sage, okay, jetzt voller Fokus auf Kundeninteraktion, wir wollen mehr Leute, na, dann schraube ich da in die Richtung oder, und so weiter. Also da ist, da sind die Möglichkeiten ganz nach oben offen. Und der nächste Schritt ist dann natürlich noch in Richtung Prognose und Forecasting, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt diese Kombinationen habe, dann nehme ich die her und mache mir auch noch eine Prognose, wie es jetzt dann weitergeht im Vergleich zu vor einem Jahr, im Vergleich vor einem Monat, was auch immer. Ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich sage, da kann man ganz andere Prognosen geben, als man in den bisherigen Dingen gehabt hat. Oder ein anderes Beispiel ist auch so, Dinge im Zeitverlauf. Hier zum Beispiel ist drum gegangen, offene Fälle. Man hat irgendwelche offene, weiß ich, Serviceanfragen bei einem Unternehmen. Und dann kann ich mir über die Zeit anschauen, ist es so, schauen uns dann an, in welchem Prozess hängt das Ding am längsten. Ja, also am längsten beim Eingang oder zwischendurch oder auch bei den Versicherungen. Dauert es am längsten beim Sachbearbeiter oder bei dem, wo es reinkommt oder bei der Begutachtung, wo auch immer. Und dann kann ich mir anschauen, was sind die top schnellsten Prozesse und was sind die langsamsten. Und dann kann man sich noch anschauen, in Kombination zu einem Zeitablauf, also bin ich immer im September langsam oder ich habe auch bei Kunden Dinge bemerkt, immer vor Weihnachten geht ganz viel, weil alle noch ihre Ziele erreichen wollen, was auch immer. Es gibt ja ganz viele Faktoren und die kann ich hier dann eben immer kombinieren und dann in Relation setzen. Und was ich glaube, wo dann die große Mächtigkeit auch drinnen ist, ist, dass ich dann als nächsten Schritt sage, gut, und basierend auf jetzt so einer Kurve, die halt so auf und ab geht, wo ich mir irgendwelche Dinge anschaue, die Zeitabläufe haben, kann ich dann schauen, und wie ist jetzt das eigentliche Delta dazu? Das heißt, hier zum Beispiel haben wir uns dann angeschaut für einen Prozess, wo ich sage, ein Prozess, der sich besonders verändert hat, oder wo will ich jetzt irgendwo besonders rein? Will ich sagen, überall dort, wo es länger als 40 Tage gedauert hat, was zu machen, da will ich besonders rein, dann gebe ich mir das auf so einen, auf eine Matrix, was auch immer. Ich glaube, die neue Dimension hier ist jetzt, ich kann steuern über ganz individuell für mich definierte Ziele. Ich kann jetzt für mich sagen, mein Hauptziel ist dort und da stelle ich dann die Schraube so, damit ich das sehe. Und der nächste Schritt ist dann noch zusätzlich so Alarme zu setzen. Also ich kann ja dann einen Alarm setzen, dass ich sage, immer wenn mein Schwellenwert im Vorwert über das drüber geht, dann kriege ich den Alarm. Und immer wenn die Kundenzufriedenheit dort absinkt und so weiter. Und das natürlich sehr differenziert wieder für einzelne Einheiten und so weiter. Und aus meiner Sicht, das alles ist natürlich sehr viel, das klingt jetzt ein bisschen theoretisch oder haben wir eh schon immer können, aber die Hauptbasis für das ist immer noch diese, dass ich mir die Prozesse überlegt habe und wo will ich hin. Weil es hilft mir nichts, wenn ich irgendwelche sinnlosen Dinge zähle, die ich eh nicht haben will oder die auch nicht in meiner strategischen Ausrichtung sind. Das heißt, bevor man sich das überlegt, dieser Schritt zuerst zu digitalisieren, den Prozess zu überlegen, wo sind meine Schwerpunkte und dann da hineinzugehen, ist aus meiner Sicht das
Das die absolute Basis, um hier irgendwie erfolgreich zu sein. Weil sonst kreiert man wieder Zahlenfriedhöfe, die sind zwar vielleicht dann nicht im Anhang, aber sind dann real-time verfügbar und es schaut erst keiner rein. Ich kann mich an einige Projekte erinnern, wo Beginn gesagt wurde, ja, was ist denn das und wie soll das? Und keiner hat gemerkt, wenn wir mal 2 Stunden einen Ausfall gehabt haben und ein halbes Jahr später ist das Ding 10 Minuten gestanden und es haben schon viele Leute angerufen, hey, ich bin in der Früh gekommen, warum sehe ich nicht meine Zahlen? Und ich glaube, es ist schon möglich, auch in den Unternehmen und in der öffentlichen Hand, wo auch immer, dieses Umdenken zu forcieren, dass ich mir die Daten anschaue und basierend auf den Daten dann agiere und steuere und nicht nur mir meine Listen anschaue. Gut, Beispiele, ich will jetzt die da jetzt nicht langweilen, da gibt es jetzt ohne Ende, das ist noch oben offen, wenn man das dann auf Karten setzt oder auf mit Ampeln und wie auch immer, da gibt es unzählige Dinge. Ein Thema, das vielleicht dann auch noch spannend ist, jetzt am Schluss, womit man auch, das ist jetzt eins, womit man dann herumspielen kann, sind so Prognosefaktoren. Hier haben wir zum Beispiel analysiert von Fällen, die irgendwie von so Bearbeitungsfällen, die abgeschlossen sind, und wie viele davon mussten nochmal geprüft werden, eben für die eigenen Mitarbeiter oder mit den Eingaben von draußen, wo ich dann sagen kann, okay, wie oft habe ich geprüft, was war meine Prüfquote, was wäre, wenn ich, da gibt es eben hier dieses Szenario-Cockpit, wo ich sage, was wäre, wenn ich meine Prüfquote verändere, wie würde sich jetzt, wenn ich hier schraube, wie verändern sich diese Zahlen? Das ist schon dann die nächste Stufe, wo ich sage, okay, ich kann jetzt sozusagen mit meinen Steuerungsparametern herumspielen und zu schauen, wie würde meine Organisation wahrscheinlich reagieren, wenn ich diese Quote so und so ändere. Und das ist dann sozusagen der nächste Schritt dann, wenn ich die anderen Dinge schon etabliert habe, kann man da noch einen Schritt weitergehen und nochmal überlegen, in welche Richtung soll es gehen. Gut, letzte Folie noch von mir. Wo stehen wir da jetzt? Ich glaube, für viele ist es nicht so klar, dass ich das, wir haben heute schon viel gehört in Richtung Daten, wie hat sich das entwickelt? Ich glaube, ich will Ihnen jetzt die Details hier sparen. Ich glaube, was für uns ganz wichtig ist, was ich vorher schon erwähnt habe, diese ganzen Inputs mit den Daten, die wir haben, die man jetzt in der Zukunft eben automatisiert übermitteln kann und vor allem tagesaktuell. Ich habe nicht mehr das, wo ich sage, ich muss immer warten, bis am Ende des Monats der Report gezogen ist, bis der Batch gelaufen ist und so weiter. Das gibt eben genau die Chance, den Entscheidungsträgern diese Mittel da zur Verfügung zu stellen, diese Prognosemodellen, diese Analysen. Oder auch einfach nur die Daten so zu visualisieren, dass ihre Mitarbeiter viel leichter mit ihnen arbeiten können. Ich glaube, es wird sehr oft auch unterschätzt, was das mit einem macht, wenn ich jeden Tag meine Kurve sehe und sehe, ich meine, das ist typisch von unseren Wearables und Sportuhren und so, wo man sagt, boah, heute habe ich schlecht geschlafen, sagt die Uhr. Also ich glaube, es geht genau in die Richtung, dass man das ein bisschen visualisiert, dass man einen nächsten Schritt macht, um die Leute da auch mehr einzubinden zu können und auch vielleicht ein bisschen mehr Verantwortungsgefühl oder Ownership zu kriegen, mit diesen Steuerungsmodellen zu arbeiten. Und dann halt alle Dinge, die man sonst noch machen will, an diagnostischen Analysen oder Prognosemodellen. Und der letzte Schritt dann eben genau solche Alerts, wo ich dann sage, wenn ich dann ganz genau weiß, wie ich steuere und wie ich das machen will, dass ich mir dann meine Alarme setze, die mich genau dann alarmieren, wenn irgendwo irgendwas passiert. Gut, in dem Sinn wäre ich am Ende meiner Ausführung. Wenn es keine Fragen mehr gibt, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Baustar. Online gibt es keine Fragen, habe ich gesehen. Gibt es aus dem Publikum auch Fragen? Da hinten. Ja, danke. Okay, das Mikrofon funktioniert perfekt. Ist ja die erste Frage des heutigen Tages, also wunderbar. Ja, danke für den spannenden Vortrag. Meine Frage geht in die Richtung, welche Rolle spielen In-Memory-Datenbanken jetzt im Analytics- und Dashboard-Bereich? Also wir kennen das jetzt in ERP-Systemen, wo jetzt die Datenbanken schon im Arbeitsspeicher gehalten werden. Wie schaut es da aktuell im Analytics-Bereich aus? Also ich muss sagen, für die Details bin ich die Falsche da. Ich weiß nicht, was wir verwenden, ist es derzeit noch nicht so ein Thema, weil wir einfach mit den Dingen meistens arbeiten, die vor Ort sind und das nicht viele haben. Und ich kenne es bei uns in gewissen Bereichen. Aber wie jetzt, da kann ich zu wenig, bin ich zu wenig technisch drinnen, dass ich sage, wie das jetzt wirklich kommen wird. Ich weiß, dass bei uns manche Leute mit dem arbeiten, aber bei den Kunden, wo ich jetzt bin, momentan nicht. Alles klar, gut, danke. Aber wenn Interesse besteht, gibt es bei uns Experten, die dann da noch ganz tief drin sind.
So, vielen Dank. Eine weitere Frage noch? Dann darf ich mich auch für Ihr Plädoyer für Prozesse, wenn ich das so zusammenfassen darf, bedanken. Das ist etwas, was ich auch immer wieder in meiner Beratungstätigkeit feststelle, dass oft das nicht vorhanden ist, und das ist der allererste Schritt, den man tun sollte, ein gemeinsames Prozessverständnis herzustellen. Ich darf den nächsten Sprecher ankündigen, Herr Michael Kallaus von der Firma Kyocera. Er ist zertifizierter Prozess-, Projekt- und Datenschutzmanager, hat eine lange Karriere bei großen Dienstleistern der IT-Branche in zahlreichen Führungspositionen hinter sich und ist seit 2017 Bereichsleiter für Digitalisierung und Dokumentenmanagement bei Kyocera Österreich. Ich habe Ihre Firma kennengelernt als ein Unternehmen, was sehr papierbasiert arbeitet. Ihr Vortrag, lassen Sie sich nicht papierlen, wichtiger denn jedes papierlose Büro, geht in eine andere Richtung im Zeitalter der Digitalisierung. Genau. Bin schon gespannt. Bitte sehr. Vielen Dank. Ja, wunderschönen Vormittag auch von meiner Seite. Danke für die Einführung. Mein Name ist Michael Kallaus. Kyocera ist vielleicht bekannt. Also wir produzieren immer noch die weltbesten Drucker und Kopierer, die man für Geld kaufen kann. Ist ja in Zeiten wie diesen auch gar nicht so unwichtig. Aber das Thema ist, lassen Sie sich nicht papierlen. Das papierlose Büro, und ich höre es jetzt, das Thema, seit ich in der IT-Branche bin, sind mittlerweile 30, also was soll ich da drücken? Nein, es geht gar nichts. Nur ein bisschen so reden, bis die Technik wieder funktioniert. Prinzipiell, seit 30 Jahren hört man das Thema papierloses Büro. Sie sehen, es ist ein alter Hund. Und was? Gut. Jetzt funktioniert wieder alles. Ist ein alter Hund. Und wir haben uns vor 1,5 Jahren, nicht ganz, haben wir so eine Analyse gemacht, 1500 Unternehmen in Deutschland und in Österreich befragt, wie digital oder wie papierlos arbeiten Sie bereits? Und damals, sehen Sie, 4% haben geantwortet, dass wir eigentlich vorwiegend digital arbeiten. Wir haben natürlich dann auch gefragt, wenn Sie schon drucken, was drucken Sie dann überhaupt? Und für uns war keine Überraschung, dass das Thema Dokumente, ja, also Verträge, alles was in WinWord und textbasierte Dokumente gedruckt werden, das war keine Überraschung. Auch die Tabellen waren keine Überraschung. Also Excel wird immer noch ausgedruckt und angestrichen, was uns sehr überrascht hat, dass immer noch 37% der Befragten geantwortet haben, dass wir häufig oder sehr häufig E-Mails ausdrucken. Jetzt als Druckerhersteller sage ich weiter so, drucken Sie das noch einmal aus, nehmen Sie das mit nach Hause, die E-Mails, alles super. Ja. Als Digitalisierungsexperte stellen sich natürlich die Nackenhaare auf. Und das Argument war sehr oft, dass man sagt, da kann ich was draufschreiben, nicht? Und dann weiß ich was zu dem Mail. Für zukünftiges Suchen und Auffinden von Informationen ist das natürlich eine Katastrophe. Das war vor 1,5 Jahren die Situation. Wir haben das heuer noch einmal gemacht. Hier sehen Sie auch ein bisschen, dass der Kostenverursacher Suchen von Informationen immer noch einer der größten Kostenverursacher in Unternehmen ist. Ja, und da gibt es ganz spannende Analysen, also es sagen nicht nur wir, sondern auch Analysten. Die Gartner Group ist da sehr radikal und sagt, 30% der Arbeitszeit wird mit Suchen von Informationen verbracht. Ist schon ein bisschen viel, nicht? Aber prinzipiell sagt jeder, dass halt sehr viel Zeit mit Suchen verloren geht in Unternehmen. Wir haben diese Umfrage jetzt heuer noch einmal gemacht, jetzt im Sommer und jetzt Ende August, Anfang September sind hier die neuen Ergebnisse rausgekommen und man sieht halt, dass schon ein bisschen ein Fortschritt in den letzten 1,5 Jahren da gekommen ist, nämlich dass halt 43% fast ausschließlich oder überwiegend digital arbeiten. Heißt aber für uns, dass immer noch mehr als 50% nicht komplett digital arbeiten, dass immer noch sehr viel papierbezogene Prozesse in Unternehmen ablaufen. Und das halt in mehr oder weniger ausgeprägtem Maße, was das betrifft. Andere Frage war halt, also steht das überhaupt auf der Agenda von Ihnen noch? Wenn Sie schon nicht Papier digital arbeiten, steht das dann auf der Agenda? Und auch da sieht man, also 20% haben das bereits umgesetzt. Ne? Das sind so ein bisschen
wie wär's von der Prozentzahl her? 23% haben es ausgearbeitet, aber immer noch mehr als die Hälfte sagt, diskutieren wir gerade oder eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht. Also es ist immer noch ein sehr papierbezogenes Leben in Unternehmen derzeit. Auch abhängig von den Branchen klarerweise. Sehr viele Branchen sind sehr digital bezogen, aber die meisten haben halt immer noch sehr viel Papierprozesse laufen. Also wir sind gerade bei einem großen Projekt bei einem österreichischen Unternehmen, sind wir bei der Umsetzung von so einer Digitalisierung und es ist fantastisch, wie alteingesessene Prozesse und Abläufe hier immer noch die Vorherrschaft haben, obwohl das Leben ja viel einfacher sein könnte, wenn man das digitalisiert, speziell in Zeiten wie diesen, ja, wo halt nicht alle im Büro sind, wo halt sehr viel unterschiedlich von unterschiedlichen Lokationen her gearbeitet wird, ist ein spannendes Thema. Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass man sich bis zu 2 Stunden am Tag pro Mitarbeiter einsparen kann. Das ist klingt jetzt nicht sonderlich viel, nicht? Wenn man das aber auf die Mitarbeiterzahl und auf die Arbeitstage umsetzt, ja, also es sind nicht diese radikalen 30% der Arbeitszeit, aber ich habe mal ausgerechnet, wenn ich jetzt nur 1 Stunde hernehme, die ich mir einspare pro Mitarbeiter, wenn 5 Anwender das sind, also Mitarbeiter, für die das gelten könnte, beim Lagerarbeiter wird das wahrscheinlich nicht so drastisch umgesetzt werden können, aber er gibt das immerhin nur 125 Arbeitstage, die man sich einspart. Und das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl. Was kostet ein Arbeitstag? Ja, aber prinzipiell kann man sagen, das ist ein halber Kopf. Ne? Ein halber Mitarbeiter, der bei 5 Mitarbeitern eingespart wird, wenn man ein bisschen digitaler denkt oder quasi seine Informationen hier digital umsetzt. Prinzipiell geht es aber eigentlich darum, dass man Informationen schneller findet und dass Prozesse ein bisschen effizienter gestaltet werden. Willkommen am Anfang der Nahrungskette. Also wir haben halt schon sehr viel über Daten, Datenanalysen, Konstrukte, wie man Daten verwendet, gehört. Wir bewegen uns hier am Anfang dieser Nahrungskette. Wie kommen Informationen, wie kommen überhaupt Daten zustande? Und das möchte ich Ihnen heute in den nächsten paar Minuten ein bisschen näher führen. Was gibt es für Möglichkeiten überhaupt? Nicht? Weil es wird immer noch viel Papier in Unternehmen verarbeitet. Wie kriege ich die Daten aus dem Papier raus? Ohne jetzt irgendwie großartige Aufwände hier durchzuführen. Das, was früher das papierlose Büro war, wird halt heute Dokumentenmanagementsystem genannt. Nicht? Oder vielleicht noch einen Schritt weiter, Enterprise Content Management System. Was ist der Unterschied? Dokumentenmanagement ist klar, beschäftigt sich mit den Dokumenten, mit den Papieren oder auch mit den digitalen Dokumenten. Da macht man nicht mehr sehr viel Unterschied. ECM geht in die Richtung, dass ich die Inhalte aus diesen Dokumenten nehme und unterschiedliche Ziele damit bediene. Als Beispiel nenne ich da immer das Gerät. In den Marktbringern gibt es ein sogenanntes Datenblatt mit den Informationen über das Gerät. Und das kann ich natürlich in ein Datasheet, also in einem Datenblatt beibehalten, kann aber dieselben Inhalte natürlich bei Angeboten verwenden, ja, oder auf der Internetseite, dass dort das Produkt dementsprechend beschrieben wird. Und Ziel von so einem ECM-System ist, dass ich das einmal definiere und ins System hineinstelle. Das System weiß automatisch, wo diese Inhalte gebraucht werden und stellt das dort aktualisiert entsprechend zur Verfügung. Und wenn es jetzt Änderungen gibt, weil halt der Kopierer jetzt 2 Seiten schneller ist in der Minute, kann ich das einmal zentral administrieren. Das wird automatisch in die Ziele, also dort, wo diese Information notwendig ist, verteilt und dementsprechend dargestellt. Es gibt auch ein paar gesetzliche Anforderungen in Richtung dieser Digitalisierung, also wie Informationen, Dokumente digitalisiert werden sollen oder können. GOBD, das ist vor allem in Deutschland ein sehr starker Katalysator und ein Triebfeder für Digitalisierungsprojekte, weil dort das sehr intensiv auch kontrolliert und getrieben wird, auch von Regierungsstelle, dass hier so viele Unternehmen wie möglich hier auch digitale Prozesse hier nutzen. In Österreich ist das noch so ein bisschen, na, schauen wir mal. Nicht? Also
Papier ist immer noch geduldig, ja, und bei Prüfungen sind viele Prüfer auch da, die sagen, ich hätte es lieber auf Papier, bitte nicht digital. Ne? Wenn man dem einen USB-Stick in die Hand drückt, schaut er dann ganz überrascht, was er damit soll. Ich habe ein bisschen diesen Dokumenten Lebenslauf oder Informationslebenslauf, kann man mittlerweile sagen, so in so drei Säulen eingeteilt. Ne? Das erste ist, also die einfachste Methode zu digitalisieren ist, dass ich einfach sage, ich kriege Dokumente, egal ob digital oder in Papierform, ins Unternehmen rein, scanne das oder schiebe das quasi in mein Archivsystem hinein. Wichtig, revisionssicheres Archiv. Ja. Viele Unternehmen arbeiten immer noch mit Netzwerklaufwerken, das ist super, aber nicht revisionssicher. Das heißt, wenn irgendein Prüfer kommt oder irgendwelche Protokollierungen oder weiß nicht, Beweismittelsicherungen, das sind so Themen, die ich mit dem Archiv automatisch definiert habe und umgesetzt habe. Ein Netzwerklaufwerk ist wie ein Kasten, wo es die Sachen reinstellen. Das bringt überhaupt nichts. Aber das ist eben der einfachste Vorgang. Ich schaffe mir irgendein revisionssicheres Archiv an und dort schiebe ich meine Sachen rein. Wichtig, die neuen Systeme, ganz zufällig auch unseres, hat automatisch OCR mit dabei. OCR heißt, und dann komme ich gleich ein bisschen näher dann dorthin, Object Character Recognition, und heißt, dass alles, was Sie dort hineinschieben, von den Inhalten her durchsuchbar gemacht wird. Das heißt, es ist egal, ob das ein Bild-PDF ist oder wir können auch da jetzt ein Foto machen, dass er das, was er als Text erkennt, indiziert, ja, und damit durchsuchbar macht. Die zweite Stufe, und da kommen wir schon in die hohe Schule des Dokumentenmanagements hinein, ist die Klassifizierung. Wann jetzt Dokumente oder Informationen, auch wenn sie digital sind, als E-Mail-Anhang ins Unternehmen hineinkommen, hätte ich ja gern nicht nur die Inhalte, sondern vielleicht das auch ein bisschen spezifisch ausgelesen. Klassisches Beispiel ist eine Rechnung. Eine Rechnung kommt ins Unternehmen, wird hier bestmöglich automatisiert ausgelesen und die Daten werden automatisch ins Buchhaltungssystem übergeben. Das heißt, man erspart sich diese ganze Tipparbeit. Weil selbst wenn die Rechnung digital als PDF-Anhang kommt, sitzt dann meistens irgendein Buchhalter und tippt diese Rechnung dann ab. Best Case ist wieder, und da kommt wieder der Druckerhersteller in mir hervor, ausdrucken, vielleicht nur einen Stempel drauf, unterschreiben und dann noch einmal einscannen. Ne? Das ist überhaupt der Idealfall. Brauchen wir aber nicht. Die dritte Säule, die werden wir heute nicht so betrachten, weil das ist immer unternehmensabhängig, ist dann der Ablauf, ne? Der Genehmigungslauf der Rechnung. Wo wird das hingeschickt? Ne? Ist das immer ein einheitlicher Ablauf, wo eine Rechnung genehmigt wird? Oder ist das betragsabhängig? Kann ich hier schon Kosten stellen, in der grünen Säule Kosten stellen, quasi einpflegen oder mit den Daten ergänzen und das kriegt dann der Kostenstellenverantwortliche. Das kann man dementsprechend adaptieren. Wichtig ist, dass dahinter immer die Kernsysteme, die schon da sind, mit angebunden werden. Warum? Ich kann hier in der mittleren, dann Laser drauf, ja, in der mittleren, in der Klassifikationssäule kann ich nicht nur Daten auslesen, sondern auch eine Datenqualitätsüberprüfung stattfinden lassen. Was heißt das? Ich habe hier in den Kernsystemen meine Stammdaten drinnen. Ja, da habe ich lange investiert und viel Zeit hineingesteckt. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Rechnung ins Unternehmen kommt, wo der Lieferant eine neue Adresse hat oder vielleicht eine neue Bankverbindung, möchte ich das ja wissen. Und bei dieser mittleren Säule, bei der Klassifizierung, schreit dann normalerweise das System, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Das stimmt nicht mit meinen Stammdaten überein, bitte schaut dir das an. Wir ändern normalerweise von dieser Stelle nichts in den Stammdaten, sondern dann gibt es dann einen eigenen Prozess, wo das dementsprechend geändert wird. Aber prinzipiell wird das halt nicht nur zum Datenlesen, sondern auch für die Datenqualitätsüberprüfung hier verwendet. Die ersten zwei Säulen ein bisschen genauer betrachtet. Wenn ich jetzt sage OCR, super, kann ich nach Inhalten suchen. Aber die Konsequenz aus diesem Schritt ist, Sie brauchen keine Beschlagwortung mehr und es ist völlig egal, wie das Dokument der Dateiname heißt oder in welchen Ordnernamen das drinnen liegt, weil es nach den Inhalten durchsuchbar ist. Wir haben ja sehr oft dieses Thema,
ich suche irgendwas, ja, und ich weiß ganz genau, das ist dieser Dateiname und da steht vielleicht ein Datum noch drauf, ja. Und wenn ich mal diese Struktur selber definiert habe, ist alles in Ordnung, ne? Aber es gibt ja auch Mitarbeiter, die außerhalb meines Denkkreises hier Informationen suchen. Und mit dieser Volltextindizierung erspare ich mir so manches Dateinamen oder Ordnernamen suchen. Und die Beschlagwortung ist ja eigentlich nichts anderes als eine versteckte Ordnerstruktur. Eine gewisse Struktur, um vielleicht auch gleich eine Frage zu beantworten, die dann gestellt wird, ist natürlich sinnvoll und vorhanden. Ja? Weil man hat ja gewisse Strukturen, was jetzt Ordnung oder Ablagesysteme betrifft. Das kann man auch beibehalten. Ich muss es aber nicht mehr auf den Dateinamen runterbrechen. Capturing, also diese zweite Stufe, wo ich sage, ich lese Daten aus, mag ich Ihnen ein bisschen so ein paar Beispiele nennen. Im Prinzip geht es darum, von Menschen lesbare Information in Computer- oder maschinenlesbare Information umzuwandeln. Ohne, dass jemand irgendwas abtippen oder Hand anlegen muss. Und dieser Prozess kann mehr oder weniger automatisiert stattfinden. Das heißt, wenn es nicht so viele Dokumente sind während des Jahres, Geschäftsjahres, kann man schon den einen oder anderen halbautomatischen oder halbmanuellen Prozess mit einbinden. Wenn das aber so wie bei Rechnungen, weiß nicht, 5, 6, 10, manchmal 100.000 Dokumente im Jahr sind, dann macht es schon durchaus Sinn, da ein bisschen intelligentere Systeme hineinzustellen, die mir dementsprechendes Abtippen ersparen. Beispiele dafür, ich nenne es einmal Quick Capture, was es da gibt, also für geringere Dokumentenanzahl oder wenn ich sage, ich brauche nicht diesen Vollautomatismus, weil es kostet ja auch Geld, ja, also ein bisschen Investition und dann Aufwand, sowas umzusetzen, kann ich mir einfach hier die Felder oder rechts die Daten, die ich gerne befüllt haben möchte, die Datenfelder hier aufzählen. Und dadurch, dass das Dokument ja vervolltextet ist, brauche ich nur auf den Bereich klicken und erfüllt mir automatisch die Daten hier aus. Das heißt, ich kann eine Rechnung mit 5, 6, 8 Klicks erfassen und habe die Daten dann automatisch als Buchungsvorschlag in meinem System drinnen. Das ist so ein bisschen eine einfache Methode. Wenn jetzt die Dokumentenanzahl größer wird, dann gibt es den Vollautomatismus. Da geht es wirklich darum, ich scanne die Rechnungen oder den Packen Rechnungen, den ich am Tag bekomme, scanne ich ein. Das System erkennt automatisch, wann eine Rechnung aufhört und eine neue anfängt. Macht man meistens mit Barcodes, um da sicher zu gehen. Und er lest mir die Daten aus der Rechnung aus und hat hier vielleicht auch schon die Möglichkeit, Daten zu ergänzen. Ja? Dass ich eine Kostenstelle zubuche, weil ein bestimmter Lieferant drauf ist. Dass ich ein Sachkonto mit hinzunehme, weil ein bestimmtes Wort da drauf ist. Ne? Beispiel eine Leasingrechnung, gibt es ja quasi die Miete vom Leasing und dann gibt es auch Versicherungen. Ne? Und das sind in der Buchhaltung andere Konten. Ne? Und wenn auf der Rechnung irgendwo Versicherung steht, weiß das System automatisch, ha, das kommt auf das Sachkonto zu den Versicherungen dazu und geht nicht in diese monatliche Leasingrate hinein. Das kann man alles automatisieren. Hier kann ich auch eine Rechnungsmerkmalsprüfung stattfinden lassen. Dass zum Beispiel alle rechtlich relevanten Daten auf der Rechnung drauf sind. Ja, dass ein Leistungszeitraum da ist. Es kann auch betragsabhängig sein. Ne? Ist auch so definiert, dass bis zu einer gewissen Höhe nicht alle Rechnungsmerkmale gelten, sondern erst ab einer gewissen Höhe dann das dementsprechend hier. Das erspart einem Buchhalter mindestens ein Drittel der Zeit, was das Eintippen und das Erfassen betrifft. Ich maße mir nicht an zu sagen, das geht hundertprozentig durch. Ja, es wird immer Sachen geben, wo man ein bisschen auch manuell dann prüfen muss. Aber das ist im Prinzip ein sehr schneller Investment. Die hohe Schule dann, und das ist so die letzte Stufe für dieses Capturing. Schauen, bin ich hier noch pünktlich. Ist der digitale Posteingang. Also da reden wir nicht nur von bestimmten Dokumenten, sondern alles, was ins Unternehmen hineinkommt, wird klassifiziert und so automatisiert wie möglich zugeordnet. Wie macht man das? Man definiert die sogenannten Kategorien. Früher waren das so die Postfächer, wo quasi bei der zentralen Poststelle die Leute das
die Eingangspost geöffnet haben und dann verteilt haben und dann ist einer mit dem Wagerl durchgegangen und hat das dementsprechend in die Abteilungen oder zu den Personen verteilt. Diese Postfächer definiere ich jetzt digital und das kann sein ein bestimmtes Dokumentenformat, eine Dokumentklasse, das kann sein ein Prozess, das kann sein eine E-Mail-Adresse, wo das hingeschickt wird. Das ist ja digital sehr einfach zu unterscheiden bzw. zu definieren. Dann hinterlegt man Beispiele, also man zeigt dem System, wie man das bei kleinen Kindern macht, so schaut es ungefähr aus. Ja, so werden die Dokumentklassen definiert oder das sind Beispiele dafür. Und man trainiert das mit diesen Beispielen, das System, je mehr, umso besser. Das heißt aber auch, dass das System mit der Lebenszeit immer intelligenter wird. Je mehr Dokumente da durchgehen, desto besser ist die Erkennungsqualität. Und zum Schluss ist eigentlich das Ziel, dass eben Dokumente ins Unternehmen hineinkommen und dann automatisiert verteilt werden. Also das ist schon die hohe Schule dann, das Capturing, wo man sagt, hier habe ich keinen Aufwand mehr, wenn Informationen in mein Unternehmen hineinkommen, dass das hier noch manuell angefasst werden muss. Ziel ist es dahinter, und da waren wir heute schon, ein Archiv. Ja? Also nicht 15 Netzwerklaufwerke oder ich habe da ein CRM-System mit Daten und dann habe ich mein ERP-System mit Daten. Ziel ist es schon, diese Informationen in einem System so zusammenzufassen, dass die Systeme, aber auch die Gruppen darauf zugreifen können. Sie sehen links Mitarbeiter und für alle Abteilungen ist es sinnvoll. Aber dann gehen wir mal wenn man Richtung Enterprise Content Management geht, kann es natürlich auch für Partner und für Kunden Informationen geben, die hier relevant sind und zur Verfügung gestellt werden. Es sind nur Sichten auf Daten. Diese Sichten sind halt für jede Abteilung, für jeden Kunden spezifisch angepasst und der klickt auf den Knopf und kriegt genau das, was er für seine Arbeit, für seine Informationssuche braucht. Jetzt kommen wir ein bisschen in den Werbepart. Wir haben von Kyocera ein System, das in 3 Tagen läuft. Ja. Speziell in Zeiten wie diesen, wo halt Homeoffice oder ich muss schnell was umsetzen. Ja, und ich kann immer noch Netzwerklaufwerke auch über VPN zugänglich machen. Aber im Prinzip ist es immer wichtiger, auch wenn die Leute weit auseinander sitzen, dass hier ein beweismittelkräftiger Vorgang stattfindet. Wenn jemand etwas ändert, möchte ich das erfasst haben. Wenn jemand einen Prozess startet, möchte ich den protokolliert haben. Und da gibt es halt den System, ne, den Workflow Manager, wo wir das in 3 Tagen sehr einfach umsetzen können. Da ist sehr viel vorkonfiguriert. Das heißt, es gibt auch diese kurze Umsetzungszeit. Es geht aber auch darum, nichts zu vergessen. Ne? Also das ist jetzt nicht nur auf unser System, aber prinzipiell, wenn Sie ein E-Mail verschicken mit einem Anhang, ist das sehr nett. Aber Sie müssen sind davon abhängig, ob Sie eine Antwort bekommen. Können vielleicht noch einen Reminder setzen. Wenn Sie das aber in einem Prozess definieren, bekommen Sie regelmäßig eine Erinnerung, wurde das gemacht oder nicht. Und auch der die Aufgabe bestellt bekommt, wird erinnert, dass etwas zu tun ist. Und das alles im System hinten mit protokolliert und mit aufgezeichnet. Ganz wichtige Geschichte. Und das bedingt dann auch überschaubare Folgekosten, ne? Weil ich mir sehr viel Zeit erspare beim Suchen. Und natürlich auch bei der Einführung dementsprechend schnell das umsetzen kann. Wie schaut das aus? Ja, also jetzt, ich bin Office-Anwender, ich habe meinen Dateimanager, meinen Windows Explorer. Im Prinzip ist das Archiv für alle Dokumente gedacht, für alle. Also nicht nur PDFs oder Office-Dokumente, Sie können da auch CAD-Zeichnungen, Bilder, JPEGs hineinspeichern. Und alle Dokumente werden vervolltextet, also wird OCR drüber gelaufen. Also auch CAD-Zeichnungen zum Beispiel können über Volltext dann durchsuchbar gemacht werden. Was am Schriftkopf steht oder wenn eine Stückliste da drinnen ist und ich suche eine Seriennummer, ja, kann ich das sehr leicht über das System dann finden. Gefunden wird einfach über Google-Suchzeile. Ich tippe meinen Suchbegriff ein, bekomme eine Ergebnisliste. Wenn die zu lang ist, tue ich das ein bisschen einschränken mit einem zweiten, dritten Suchbegriff. Geht sehr einfach. Also alle Dokumente.
Für Office-Anwender gibt es ein eigenes Add-in, wo hier direkt aus dem Office mit dem System kommuniziert wird. Ganz wichtig für den Anwender, für die Akzeptanz. Ich muss nicht irgendwas Eigenes aufrufen, sondern es gibt genauso ein Öffnen, Speichern unter mit ein paar Zusatzfunktionalität noch, wo ich mir das Leben leichter mache, kann ich direkt aus den Office-Programmen das tun. Es gibt immer für die Unverbesserlichen auch das als Netzwerklaufwerk zur Verfügung. Also das ganze System steht im Dateimanager, im Windows Explorer, auch als Netzwerklaufwerk dort. Ich kann dort genauso mit Drag and Drop meine Dateien verschieben oder aufrufen. Habe ein Kontextmenü, wo ich auch wirklich Workflows aus dem Dateimanager her starten kann. Und da sind wir besonders stolz. Es gibt so eine Suchfunktion aus allen anderen Programmen. Also ich kann aus jedem Windows-Programm einen Text markieren oder in jedem Windows-Programm einen Text markieren. Sag Steuerung F8 oder irgendein anderes Tastaturkürzel. Da sucht man im Archivsystem nach diesem Suchbegriff. Das heißt, ich habe ein Buchhaltungssystem, habe dort eine Rechnungsnummer, markiere die Rechnungsnummer, sage Steuerung F8 und da zeigt man die Rechnungsnummer aus dem Archiv an. Ohne Schnittstelle, ohne irgendeine Datenbankverbindung zeigt er das direkt an. Ich kann das natürlich auch mit einem Knopf über Webservice oder über REST einbauen, aber prinzipiell, wir reden ja auch hier, dass das Unternehmen in Einsatz haben, die halt nicht so IT-affin sind, die das schnell umgesetzt haben wollen. Also das sind schon sehr starke Argumente dafür. Das ist auch die letzte Werbefolie. Der Workflow Manager ist ein sehr kompaktes und damit schnell eingesetztes System. Dahinter steht aber N-Scale. N-Scale gehört der Firma Psyonix. Die haben wir vor 4 oder 5 Jahren gekauft. Das ist ein deutsches Unternehmen, das sich seit 30 Jahren mit dem Thema digitaler Akt oder elektronischer Akt, Dokumentenmanagement befasst. N-Scale ist die eierlegende Wollmilchsau. Alles, was an Anforderungen in Unternehmen entstehen, und wir sehen das selber bei unseren Projekten, kann mit N-Scale umgesetzt werden. Wir können sogar ERP-Funktionalitäten manchmal ersetzen, weil das bei uns leichter umsetzbar ist. Das bedingt aber ein Projekt. Ja. Da muss man halt einen Workshop machen und die Anforderungen definieren. Dann gibt es halt eine Umsetzungsphase, gibt es einen Testbereich und so weiter. Dauert schon relativ lang. Ne? Wir haben gesagt, okay, wir nehmen aber das Beste aus dem heraus, paketieren das lizenztechnisch, also gar nicht funktionell, sondern lizenztechnisch und haben dadurch diesen Kyocera Workflow Manager kreiert, wo halt alles fix fertig ist. Das wird installiert. Und jetzt ist der Ton weg, weil ich wahrscheinlich mit der Zeit schon drüber bin. Was geht noch? Ne? Ist alles paketiert, ja, und damit kann ich sehr schnell das Thema revisionssicheres Archiv, Dokumentenmanagement, protokollierte Workflows in einem Unternehmen umsetzen. Und zwar der Anwender, ich brauche nicht viel IT dafür, kann man es gerne mal dann, wenn Interesse da ist, separat anschauen. Aber im Prinzip geht es darum, dass man Informationen schneller findet und Prozesse effizienter gestaltet. Das ist das Ziel von solchen Systemen. Wir sind ja nicht allein am Markt, aber wir sind natürlich die Besten, was das betrifft. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Und jetzt stehe ich gern für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Carlos. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Eine Frage, ich komme direkt zu Ihnen, dann habe ich das Mikro auch gleich wieder. Das Mikrofon werfen. Vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage ist, Sie haben gesagt, einfach installieren und loslegen. Wo installiere ich das denn, den Manager? Im Moment ist es als On-Premise-System ausgeführt. Das heißt, ich brauche halt irgendwo einen Server, wo ich das Ganze installieren kann. Es kann auch virtuell sein, das ist nicht das Thema. Es wird ab Ende des Jahres dann auch eine Cloud-Lösung zur Verfügung sein, wo halt auch nichts mehr installiert werden muss, sondern quasi diese Basisfunktionalität einfach als User zur Verfügung steht. Aber Cloud und eigene Unternehmensdaten ist immer ein sehr heikles Thema. Also viele wollen das nicht, die wollen selber was installiert haben, das geht. Das kann auch in einem Datencenter laufen oder bei einem Partner von uns. Also da haben wir verschiedenste Möglichkeiten. Okay, danke. Hinten war noch.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Sie haben viel von Capturing und Klassifizierung gesprochen. Und da wollte ich fragen, welche Technologien Sie da verwenden und wie gut die funktionieren. Also im OCR-Bereich gibt es ja nur 2-3 Anbieter. Da verwenden wir auch Drittprodukte klarerweise. Also Epi ist einer davon, nicht? Wo halt dieses Auslesen betrifft. Für das Finanzdokument auslesen gibt es ein deutsches Unternehmen Cardosis, ja, wo wir hier haben wir deswegen uns dafür entschieden. Es gibt auch Cofax, ne, als Marktführer, das wir verwenden. Es ist immer von den Einsatzgebieten her unterschiedlich. Also das haben wir nicht selber erfunden, sondern das gibt's. Wichtig ist, dass der Anwender so viel wie möglich einstellen kann. Ne? Und was ich zuerst schon gesagt habe, 100% gibt's nicht. Ja, aber im Rechnungsbereich kommen wir schon so an die 80-90% heran, wo die Dokumente einfach, wir nennen das Volldurchlauf, ja, wo sich niemand mehr anschaut und es geht einfach vom Scannern direkt in eine Buchungszeile über oder in den Genehmigungsprozess. Manche sagen, das ist eine künstliche Intelligenz dahinter, aber es geht halt darum, müsste ich jetzt ein bisschen ausholen, ne? Es gibt Formularerkennung, da kann ich das zonenbasiert machen. Ne? Was wir aber machen, ist quasi, wir erkennen den Text und schauen, was für Daten hast du da rundherum drinnen. Ne? Also es ist je nach Anforderung, verwenden wir da unterschiedliche Technologien auch. Dankeschön. War noch eine Frage? Da in der Mitte, bitte. So, danke auch für den spannenden Vortrag. Stichwort GOBD. Also ich habe das Thema jetzt schon länger verfolgt, vor allem jetzt auch in Deutschland. Da ist es ja, glaube ich, gang und gäbe, vor allem jetzt auch, was das Thema E-Mail-Archivierung anbelangt. Ja. Was ist denn so Ihre Einschätzung, wann das Thema jetzt auch wirklich in Österreich verpflichtend werden könnte? Hatten Sie wohl die Glaskugel? Also ich hoffe, ja, dass das in den nächsten eineinhalb Jahren auch dann so quasi praktiziert wird, wie es eigentlich schon gesetzestechnisch auch vorgegeben wäre. Es hat uns die DSGVO-Thematik hat uns sehr hineingespielt, dass das wieder aufkommt. Das ist ja alles ein bisschen von der Aufregung her ganz abgeflacht. Außerdem haben wir jetzt ein paar andere Themen, die aktuell sind. Aber ich kann es nicht beantworten eindeutig. Ne? Also es ist auch ein Generationenwechsel, was die Finanzprüfung betrifft. Also ich habe noch vor 2 Jahren sehr viel Diskussionen mit Prüfern gehabt, die halt gesagt haben, das muss zum Beispiel, die Daten müssen auf unveränderbaren Medien, also auf so Worms geschrieben werden. Erst dann ist es wirklich als revisionssicher definiert. Mittlerweile das softwarebasierende Revisionssicherheit wird akzeptiert. Mit diesem Generationswechsel wird auch, glaube ich, dieser GOBD-Ansatz immer mehr auch in Österreich dann zur Geltung kommen. Gut, herzlichen Dank, Herr Carlos. Auch. Ja, wie heißt es so schön, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und das ist jetzt ein bisschen die Überleitung zum nächsten Sprecher, weil was zumeist die Zukunft betrifft, sind Strategien, Digitalisierungsstrategien, IT-Strategien. Als nächsten Sprecher darf ich Herrn Gerhard Pix ankündigen. Er ist Mitglied der Geschäftsführung bei der Huema Group und seines Zeichens dort Ansprechpartner für Geschäftsführerinnen und politische Entscheidungsträgerinnen. Er möchte genau dieses Bindeglied in der Zusammenführung von IT-Strategie und Geschäftsstrategie auch sein für seine Kundinnen und Kunden und dementsprechend auch Titel und Inhalt seines Vortrags, der Dreiklang, das Zusammenspiel zwischen Geschäfts-, Digitalisierungs- und IT-Strategie. Der Herr Pix. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, dann darf ich Sie auch im Namen der Huema Group der heutigen TV-Veranstaltung recht herzlich begrüßen. Wie gesagt, ich bin als Mitglied der Geschäftsleitung in unserem Hause für den Bereich Business Development verantwortlich und beschäftige mich sehr stark mit dem Thema, wie heute private Unternehmen, aber auch die öffentliche Verwaltung bei ihren Digitalisierungsvorhaben dementsprechend unterstützen können. Aber bevor ich einsteige zum Thema, möchte ich noch einmal sagen, all das, was Sie heute gehört haben, die ganzen Themen rund um das ganze Thema Datenqualität, Datensouveränität, das, was die Kollegin zuerst ausgeführt hat, was die gesamte Prozessthematik betrifft, kann ich Ihnen sagen, sind alles
relevante Themen, die uns im Zuge der Umsetzung von Projekten immer wieder begegnen und durchaus auch Themen für Unternehmen sind. Was allerdings das Problem ist manchmal, ist, wie man den Zugang dort findet, dass man auch diese Projekte starten kann und die notwendige Sensibilität bei den Entscheidungsträgern erreicht. Und aus dem Grund war es jetzt gar nicht so lange her, habe ich zuletzt im Anschluss einer Veranstaltung ein Gespräch mit einem Vorstand von einem Unternehmen geführt, der mich gefragt hat, was macht's mir eigentlich so in der HUEMA Group? Und ich habe mir erst dann nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, wir beschäftigen uns mit dem Dreiklang, bitte den Dreiklang nicht verwechseln mit dem großen Projekt der Stadt Wien, das hat auch so geheißen. Aber ich wollte eigentlich zum Thema hinführen, weil er hat mich logischerweise gefragt, was heißt Dreiklang? Und ich habe ihm geantwortet, wir beschäftigen uns damit, wie wir heute Unternehmen in der Zusammenführung zwischen der Geschäftsstrategie, der Digitalisierungsstrategie und der IT-Strategie unterstützen können. Aus dem Grund möchte ich mich heute ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigen und Ihnen dazu ein paar Einblicke geben, was diesen Gestaltungsprozess betrifft. Es ist nämlich in dem Zusammenhang, und so habe ich das auch erwähnt, ganz wesentlich, dass man versteht, dass die Digitalisierungsstrategie Teil der Geschäftsstrategie ist. Weil vielfach oft glaubt wird, das ist ein Thema für die IT. Das betrifft uns nicht. Das ist nicht so. Die IT ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil mittels der Technologien und der Services die Geschäftsstrategie und somit auch die Digitalisierungsstrategie nachhaltig unterstützt wird. Aber dazu ist es eben wichtig, ein Verständnis für die Voraussetzungen der digitalen Transformation aufzubauen und dahingehend die Entscheidungsträger, die Führungsebene, aber auch die Mitarbeiter zu sensibilisieren, diesen Veränderungsprozess in Gang zu setzen, diesen Veränderungsprozess zu begleiten und dahingehend auch den Mut für Veränderungen aufzubringen. Wo man dann mit solchen Projekten beginnt oder wo so etwas starten kann, da komme ich dann heute noch kurz darauf zu sprechen. Die digitale Transformation eines Unternehmens, was versteht man darunter? Die digitale Transformation eines Unternehmens und dessen Geschäftsmodell kann natürlich dann nur wirksam gelebt werden, wenn man das Ziel des Transformationsprozesses auch kennt. Weil es bringt in kein Unternehmen was zu digitalisieren, dass ich auch sage, ich habe digitalisiert. Ich muss natürlich auch verstehen, was möchte ich dahinter für einen Zweck sehen. Und jetzt können die Unternehmen hergehen und sagen, ich möchte auf der einen Seite beispielsweise Customer Experience steigern. Ich möchte die Serviceorientierung in Richtung Kunden steigern. Die andere Firmen sagen, für mich ist es heute wichtig, Kosten zu optimieren, möglichst kostengünstig erzeugen zu können. Und ein anderes Unternehmen sagt wieder, wir wollen die Produktführerschaft haben, weil unser Produkt ist einzigartig am Markt schwer vergleichbar und hat somit eine dementsprechende Positionierung. Die digitale Transformation besteht im Zusammenhang, was ich gesagt habe, eben aus einer simultanen und tiefgreifenden Veränderung von Strategie, Geschäftsmodell, Prozessen, Kulturen in Unternehmen, die durch den Einsatz von digitalen Technologien ermöglicht wird. Und das, was Sie hier auf dieser Pyramide so sehen, sage ich immer, ist mit Sicherheit ein ganz interessanter Ansatz, wenn man heute in Unternehmen hineingeht und fragt, wie viel ist denn davon schon vorhanden? Was ist denn da bekannt im Unternehmen? Und wo stehen Sie denn da in diesem Prozess, wenn Sie sich in Richtung digitaler Transformation auch verändern wollen? Das heißt, wie könnte so eine Gestaltung ausschauen und wo sollte man damit beginnen? Also als Start der Transformation sage ich immer, es ist absolut wichtig, dass man weiß, wo geht man hin? Was ist die Vision? Was gibt es für Mission Statement? Und gibt es auch eine klar kommunizierbare Unternehmensstrategie, die sowohl den Entscheidungsträgern als logischerweise auch den Mitarbeitern bekannt sind? Und ich sehe das als absolut unabdingbare Basis, um eine digitale Agenda des zukünftigen Geschäftsmodells daraus ableiten zu können. Und wesentliche Elemente des Geschäftsmodells sind eigentlich nur drei wichtige Punkte. Nicht nur, ein paar andere auch noch, aber das sind für mich ganz wesentlich.
Ich muss im Endeffekt wissen, was für Leistungsversprechen möchte ich denn zukünftig für meine Kunden abgeben? Wer sind meine Kunden bzw. Marktsegmente, die ich adressieren möchte? Und welches Ertragsmodell steht da dahinter? Das heißt, welchen Wert möchte ich beim Kunden steigern? Welchen Nutzen hat ein Kunde davon, wenn ich darüber nachdenke, beispielsweise heute einen klassischen Ansatz eines produktorientierten Unternehmens in Richtung eines serviceorientierten Unternehmens zu verlagern? Wie kann da ein Kunde letztendlich davon profitieren? Das heißt, jedes Unternehmen muss im Ausgehen von einer Vision und einer definierten Geschäftsstrategie seine eigene digitale Agenda finden und diese in einer Digitalisierungsstrategie zusammenfassen. Die Digitalisierungsstrategie setzt quasi die Leitplanken und für die digitale Transformation eines Unternehmens ist es einfach wichtig, daraus die notwendigen Leitsätze zu erarbeiten, die es dann in weiterer Folge auch umzusetzen gilt. Dass es dabei in dem Zusammenhang logischerweise Schnittstellen zu anderen Bereichen gibt, hat die Kollegin vorher schon angesprochen, weil es geht natürlich sehr stark darum, wie ist man organisatorisch ausgerichtet, wie schaut die Aufbau-, die Ablauforganisation aus, wie schaut meine gesamte Wertschöpfungskette aus, welche Prozesse sind damit verbunden, was sind heute meine absolut kritischen Prozesse, was sind Hauptprozesse, was sind Subprozesse und wie könnte ich beispielsweise heute meine Wertschöpfungskette end-to-end digitalisieren, optimieren, um dort auch das gesamte Ökosystem vom Lieferanten bis zum Endkunden dementsprechend auch zu adressieren. Und ein wesentlicher Punkt in dem Zusammenhang, habe ich ja vorher schon erwähnt, ist es natürlich, dass man im Zuge eines sogenannten oft notwendigen Cultural Change die Mitarbeiter mit an Bord holt, letztendlich dafür auch die notwendige Basis für Veränderungen schafft und last but not least auch die technologischen Voraussetzungen, die heute aus der IT-Abteilung zur Verfügung gestellt werden, ob das jetzt im Bereich der notwendigen Infrastruktur ist, ob das im Zusammenhang mit zukünftigen Services ist, was letztendlich die Geschäftsstrategie nachhaltig unterstützen soll, sind dabei Punkte, die dementsprechend von Bedeutung sind. Jetzt gibt es natürlich in dem Zusammenhang, wenn man dann in Projekten mit Unternehmen einsteigt, immer wieder die Frage, was sind solche Herausforderungen? Wie kann man aus Herausforderungen Lösungsideen erarbeiten, die man heute dann mit digitalen Maßnahmen letztendlich auch unterstützt? Ich habe jetzt ein einziges Beispiel gebracht, weil es natürlich ein interessantes Thema war bei einem Kunden in der öffentlichen Verwaltung, wo ein Bürgermeister darüber nachgedacht hat, wie können wir denn zukünftig unsere Bürgerinnen und Bürger in die Verwaltung, in unsere politischen Entscheidungsprozesse einbinden und wie können wir heute Signale setzen, so nach dem Motto, es ist für uns wichtig, was euch bewegt. Wir sind interessiert, was ihr für Ideen habt, weil wir sind auch gewillt, diese aufzunehmen und umzusetzen. Und wie kann man da letztendlich eine Plattform schaffen, die das ermöglicht? Ja, und man ist in dem Fall zu der Idee gekommen, dass man eine sogenannte Partizipationsplattform schafft. Jeder, der das sich einmal anschauen möchte, kann sich den Link merken, innovationshauptstadt.at. Kann ich nur empfehlen, dann sieht man das, wie das beispielsweise eine Stadt Linz realisiert hat. Jetzt gibt es aber natürlich über die öffentliche Verwaltung natürlich auch andere Anforderungen. Ich könnte Ihnen da jetzt viele Beispiele nennen. Vielleicht sage ich nur ein, zwei, beispielsweise in einem Industrieunternehmen, wo die Arbeiter an den diversen Maschinen stehen, wo Arbeitsplätze verlagert werden, stellt sich natürlich immer wieder die Frage, und das war heute schon das große Thema der Daten, wie kann ich denn sicherstellen, dass im Endeffekt der Worker, der Industriearbeiter an der Maschine, an der Anlage, wo er arbeitet, auch die richtigen Daten zur Verfügung hat? Ja, es gibt im Endeffekt den sogenannten Connected Worker und die Frage heißt, wie kann ich das schaffen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Augmented Reality mit der sogenannten Datenbrille ist eine Möglichkeit, wie das heute am Markt ermöglichen kann, dass man heute im Endeffekt effizienter arbeitet mit den richtigen Daten, mit einer Datenbrille vor der Anlage, um letztendlich dann, sage ich mal, den gesamten Arbeitsprozess auch dementsprechend effizienter gestalten zu können. Und es gibt viele Unternehmen, die vor Herausforderungen gestanden sind. Ich sage da immer eins, weil es oft so schwierig ist, dass wer versteht, was ist denn so Digitalisierung und was heißt so die Transformation?
Transformationsprozess. Was transformieren wir denn? Ja, wir reden nicht von einer digitalen Transformation, wenn ich heute hergehe und sage, ich teile die Lohnzetteln bei einem kleinen Unternehmer nicht mehr aus, indem ich von Schreibtisch zu Schreibtisch gehe und habe eine wahnsinnige Erfindung, indem ich im Endeffekt in einem PDF verschicke und mit einem Passwort, das er sich selbst eingibt, kann er es öffnen. Das ist nur in der digitalen Transformation. Aber wenn beispielsweise die Firma Boxspringbett, das kennen wir vom Liegen, und viele Hotels haben Boxspringbetten. Und dieses Unternehmen hat sich einmal gedacht, wie kann ich das schaffen, dass ich vom reinen Produktverkauf, das heißt, der Hotel kauft dann so im Schnitt zwischen 100 und 200 Boxspringbetten, das Ganze in ein absolutes Servicemodell verlagern. Und die sind hergegangen und haben gesagt, wir wollen zukünftig kein Produkt mehr verkaufen, sondern wir verkaufen einen Service. Das heißt, liebes Hotel, du zahlst, Sie kennen das wahrscheinlich alle, pay as you use it, genau so. Das heißt, der Hotel zahlt dann, wenn jemand drinnen liegt. Und jetzt haben sich natürlich die Leute vorgestellt, wie weiß ich denn das? Indem sie hergegangen sind und diese Betten mit sogenannten IoT-Devices ausgestattet haben, die Druck messen. Das heißt, immer wenn wer Druck drinnen liegt, gibt es ein Signal. Und es ist natürlich auch hochinteressant gewesen, wie wird denn das dann mit der ganzen Bettwäsche gemacht? Auch da gibt es das interessante Thema, dass ich heute hergehe und Devices verbaut, die im Endeffekt den Verschleiß messen. Das ist in Industrieanlagen das Gleiche im Zusammenhang mit Predictive Maintenance. Genauso kann ich das da machen, dass ich heute hergehe und sage, ein gewisser Verschmutzungsgrad ist aufgrund der Messung eingetreten. Es besteht Handlungsbedarf. Aber liebes Hotel, du zahlst ja im Endeffekt eh nur, wann wer drinnen liegt. Also letztendlich hat sich dieses Unternehmen überlegt, wie kann ich heute von einem produkterzeugenden Unternehmen, vom klassischen Produktverkauf in Richtung von einem Serviceverkauf gehen. Zusammenfassend auf den Punkt gebracht, kann man eigentlich davon ausgehen, es geht immer darum, dass ich zuerst einmal weiß, wie schaut meine definierte Strategie aus, wo möchte ich hin? Ausgeht natürlich von einer gewissen Vision, wo das Unternehmen überhaupt stehen möchte oder hin möchte, dann in weiterer Folge über die ausformulierte Strategie bis hin zur Definition der Herausforderungen, die sich heute einem Unternehmen stellt, daraus Projektideen abzuleiten, diese dann zu priorisieren, weil manchmal kann man nicht immer alle auf einmal umsetzen. Es geht natürlich um eine Bewertung, welche Ideen haben natürlich strategische Relevanz und lassen sich aber auch rasch umsetzen, um erste Erfolge in einem Unternehmen darstellen zu können. Und daraus leitet sich dann das Vorgehenmodell ab, wie, sage ich jetzt einmal, über die nächsten Jahre die definierten Plateaus in Richtung der Umsetzung der definierten Milestones auch erreichen kann. Jetzt ist aber leider oft so, dass, wie eingangs erwähnt habe, noch nicht alle Unternehmen diesbezüglich den notwendigen Reifegrad haben oder anders formuliert noch nicht wirklich ready sind, weil über 68% oder nur 2/3 der österreichischen Unternehmen haben eben noch keine digitale Agenda. Sprich, viele Unternehmen sehen das auch nicht als relevant an, über Technologien nachzudenken, die ihr Geschäftsmodell überarbeiten würden oder könnten. Und es ist natürlich auch sehr oft das Thema des Budgets, weil oft nur 10% der Gesamtinvestitionen für digitale Technologien reserviert sind und letztendlich auch zur Verfügung stellen. Und ein ganz wesentlicher Punkt, wo ich immer wieder sage, es geht jetzt nicht nur darum, dass man auf oberster Entscheidungsebene die notwendige Sensibilisierung schafft, weil auch aus HR-Manager oder aus HR-Sicht scheint hier noch ein sehr hoher Schulungsbedarf bei Mitarbeitern in Richtung der digitalen Themen notwendig zu sein. Aber die Notwendigkeit dafür, dagegen zu steuern, liegt auf der Hand, da am Markt ja bereits Digitalisierung stattfindet. Das ist ja nicht etwas, was es erst seit gestern gibt. Und es gibt auch einige Treiber dafür, die das ganz drastisch zum Ausdruck bringen. Denn einer der größten Treiber im Zusammenhang mit Digitalisierung ist die sogenannte Effizienzsteigerung von bestehenden Geschäftsprozessen. Das heißt, wie kann ich im Endeffekt, die Kollegin hat es vorher schon kurz angesprochen, Prozesse optimieren? Wie kann ich digitale Geschäftsmodelle für meine zukünftige Tätigkeit am Markt entwickeln? Wie schaffe ich aber dafür auch die notwendige Informationstransparenz? Wie kann ich rechtzeitig Kunden und Partner im gesamten Ökosystem mit einbeziehen und wie verbessere ich im Endeffekt den Servicegrad durch neue Lösungen? Aber
jeden Treiber stellt er oft, wenn man es dann in die Uality wieder transformiert, auch Bremsfaktoren gegenüber. Und einer der größten Bremsfaktoren sind die fehlenden Ressourcen. Weil oft sich dann die Frage stellt, wer sollte denn das alles machen? So, und das ist natürlich dann die interessante Frage, die uns Unternehmen oft stellen. Wieso glaubt ihr, dass uns ihr da perfekt unterstützen könnt? Und die Antwort darauf ist immer, schauen Sie, bezüglich der drei Strategien, um das geht, um diese Zusammenführung, ist es einfach zu beantworten. Die Firma Hoema kommt, ist jetzt seit 2006 am österreichischen Markt, kommt aus dem IT-Bereich. Das heißt, wir begleiten seit gut 15 Jahren Unternehmen im Zusammenhang mit Themen, was den Betrieb von Rechenzentren on-premise betrifft oder in Form von Managed Service in outgesourcter Form und haben aber in den letzten 3 Jahren ein sehr, sehr starkes Augenmerk darauf gelegt, wie wir mit einer eigenen Geschäftseinheit, die nennt sie bei uns Consulting und Projektmanagement, auch die Managementberatung in Richtung der Digitalisierung schärfen kann oder schärfen können und haben eben es geschafft, sage ich mal, auf der einen Seite sehr innovative Köpfe an Bord zu haben, die heute eben Entscheidungsträger in diese Richtung begleiten können und verfügen aber auf der anderen Seite auch um die notwendigen Ressourcen, wenn es darum geht, und wie setzen wir das konkret um und was braucht man dafür für IT-technische und technologische Voraussetzungen. Diese 2 Faktoren zusammen ist in irgendeiner Form eine Bindegliedfunktion, die wir in Unternehmen heute vielfach vorfinden und auch gerne ausführen, dass wir im Endeffekt Bindeglied sind zwischen den etablierten IT-Abteilungen und letztendlich auch zwischen den Entscheidungsträgern auf Geschäftsführer-, Vorstands- oder politischer Entscheidungsträgerebene. Ein 2. Punkt vielleicht noch zu erwähnen, habe ich aber schon angesprochen, sei nur hier hervorgehoben. Ja, es ist natürlich auch die fehlende digitale Unternehmenskultur, weil wenn ich es nicht fördere, ja, und wenn ich die Leute nicht sensibilisiere und auf dieses Thema vorbereite und die Menschen und meine Mitarbeiter nicht im Boot habe, dann wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein, den Hafen dementsprechend anzuvisieren, geschweige denn überhaupt zu erreichen. Aus dem Grund ist eben diese fehlende Veränderungsbereitschaft ein Hemmschuh, teilweise auch starre Organisationsstrukturen und leider teilweise natürlich, wenn man in Rechenzentren hineinschaut, vielleicht oft auch veraltete IT-Systeme und Anwendungen, die nicht unbedingt dazu beitragen, sage ich mal, die Digitalisierung zu beschleunigen. Jetzt geht es natürlich dann darum, basierend auf dem Wissen, werden wir dann gefragt, wie kann denn so ein Vorgehensmodell ausschauen? Wie würden Sie das angehen? Und ich sage dann halt einfach immer, es hängt immer sehr, sehr stark davon ab, wo Sie sich befinden. Wir müssen das wissen, weil wir maßen uns nicht an, dass wir Ihr Unternehmen besser kennen wie Sie selbst. Aus dem Grund ist es natürlich ganz wesentlich zu wissen, was ist vorhanden in dokumentierter Form. Gibt es eine dokumentierte Vision? Gibt es eine dokumentierte Strategie? Gibt es Unterlagen, wie die Organisation beschaffen ist? Gibt es eine Dokumentation der vorhandenen Prozesse und auch der IT-Landschaft? Also was ist vorhanden? In der nächsten Form geht man dann davon aus und sagt, um das Ganze wirklich einmal auf einen Ist-Stand zu bringen, wo stehen wir und wohin könnten wir uns verändern und wie könnten wir da Mitarbeiter und Entscheidungsträger mit einbinden, gehen wir in die Richtung, dass wir sagen, wir machen in Form von Interviews diesbezüglich einmal eine Bestandsaufnahme und das sind Interviews, in denen sehr offene Fragen gestellt werden, sehr stark dann auf der anderen Seite auch punktbewertende Fragen, um diesbezüglich Aussage treffen zu können, wo heute Optimierungspotenziale und Handlungsfelder zu sehen werden. Das heißt, das Ergebnis könnte dann beispielsweise so ausschauen, zur Messung des Reifegrads anhand von 6 Dimensionen. Wir durchleuchten da in dem Fall den Bereich Leadership, wir beleuchten den Bereich Technologie, wir beleuchten das Thema Miteinbeziehung der Kunden, also Kundenerlebnis. Die von mir angesprochene Thematik rund um die gesamte Digitalisierungsstrategie als Teil der Unternehmensstrategie. Natürlich dann auch die Kompetenz in Richtung digitaler Themen, was Mitarbeiter betrifft und generell, was die gesamte Unternehmenskultur für Offenheit bzw. für Neues und Veränderungen
betrifft und stellen das dann in diesem Spinnendiagramm dar, wobei 0, sage ich mal, logischerweise schlechtere Wert ist, 5 der optimale Zustand und so aus, so ergibt sich dann natürlich ein gewisses Gap bezüglich der Wahrnehmungen anhand der Interviews, die mit den jeweiligen Ansprechpartnern geführt worden sind. Handlungsfelder und Leuchtturmprojekte. Jetzt kann ich da natürlich aufgrund dessen, dass die Mittagszeit bevorsteht und die wohlverdiente Mittagspause, auf jeden Punkt einzeln eingehen. Es sei nur so viel erwähnt, dass es natürlich dann aufgrund dieser Potenzialanalyse notwendig wird, Ergebnisse darzustellen anhand der vorher angesprochenen 6 Dimensionen, aber natürlich auch Empfehlungen auszusprechen. Was heißt es denn im Endeffekt für den Aufbau der IT-Organisation? Was heißt es für die IT-Landschaft? Was heißt es für den Bereich Corporate Development bezüglich der Punkte, die hier angeführt sind? Erste Handlungsfelder ausfindig zu machen, erste Leuchtturmprojekte anzugehen und wie würde das dementsprechend auch als Roadmap auf einer Timeline ausschauen? Ich darf Ihnen ein kleines Beispiel geben, ohne den Kunden zu nennen, weil das darf ich nicht. Aber hier ist, weil Sie das ganz oben sehen, Stärkung, Aufbau, CDO, ist beispielsweise herausgekommen, dass die IT in diesem Unternehmen nicht den notwendigen Stellenwert hat und wir aus dem Grund empfohlen haben, um diesen Digitalisierungsprozess in Gang zu setzen, dass es da einer Schnittstelle zwischen Vorstand, Fachabteilung und IT bedarf und wir empfohlen haben, die Rolle eines CDOs im Unternehmen einzuführen. Ein Beispiel dann im Bereich von ersten Leuchtturmprojekten war, dass man gesagt hat, in Richtung Servicesteigerung des Endkunden, es war bei dem Beispiel ein Unternehmen aus dem Wohnbaugenossenschaftsbereich, haben wir einen ersten Ansatzpunkt gesehen, die gesamte Kundenportalslandschaft zu überdenken und auch den Servicegrad Richtung Kunden zu steigern, beziehungsweise als klassische digitale Maßnahme ist es um den sogenannten virtuellen Hausmeister gegangen, welche Möglichkeiten hier wir sehen, beziehungsweise auch was die gesamte Information Richtung Eigentümer, Richtung Mieter der einzelnen Objekte angeht, haben wir gesagt, wir müssen weg von der klassischen Zettelwirtschaft, wo die Zettel in den einzelnen Stiegen aufgeklebt werden, in Richtung einer Digital Signage Lösung, wo letztendlich die Inhalte automatisch dargestellt werden können und es nicht mehr notwendig ist, dass man das Ganze in der klassischen Zettelform auch umsetzt. Es wird natürlich in dem Zusammenhang natürlich noch einige Themen geben in Zukunft, was die gesamte Digitalisierung mit sich bringt. Aber ich sage immer, die beste Möglichkeit, die Zukunft vorherzusagen, ist an ihr zu wirken. Und aus dem Grund möchte ich meine Präsentation mit diesem Statement beenden. Du weißt nicht, was die Zukunft bringt, außer du gestaltest sie selbst. Und ich kann nur alle Unternehmen, die öffentliche Verwaltung, viele Beteiligten in dem Ökosystem auffordern, da dran zu bleiben, weil es ist noch viel Arbeit vor uns, aber ich bin sicher, dass wir das meistern und dass sie Österreich im internationalen Umfeld, aber uns als Chart heute nicht so wirklich gut gezeigt hat, nicht verstecken muss. In diesem Zusammenhang vielen Dank und noch einen schönen Tag und eine schöne Mittagspause. Herr Lukawski ist CS-zertifizierter Ethical Hacker, hat früher eine Hacker-Karriere, wo er auch Zero-Day-Schwachstellen gemeldet hat, hinter sich gebracht und leitet heute das Unternehmen IoTs Inspector, wo sie den Scheinwerfer insbesondere auf die schmutzigen Geheimnisse von IoT-Geräten richten. Sie helfen und unterstützen Unternehmen dabei, ihre IoT-Portfolios entsprechend abzusichern und den Cyberkriminellen möglichst immer einen Schritt voraus zu sein. Wie gut das gelingt, werden Sie vielleicht noch erzählen. Ihr Vortragstitel klingt auch spannend, sinngemäß das Internet ist in einer Art und Weise aufgebaut, dass wir vielleicht sogar einen nuklearen Krieg damit überstehen können. Aber wenn es um smarte Geräte wie den Toaster zu Hause geht, dann schlägt alles fehl. Ich bitte um Ihren Vortrag. Vielen Dank für die einleitenden Worte. Und ja, ich denke, die Vorstellung kann ich mir sparen und gleich in Media Res springen. Heute Vormittag haben wir ja viel über die Chancen, über die Potenziale und Möglichkeiten gehört, die mit Digitalisierung einhergeht.
Und ja, irgendwie wäre die Vortragsreihe nicht komplett, um auch ein bisschen auf die Risiken einzugehen, die ebenso damit einhergehen. Ich denke, dass IoT-Geräte allgegenwärtig sind. Das brauche ich in diesem Raum niemandem zu erzählen. Analysten gehen davon aus, dass wir bis Ende 2025 weltweit mehr als 38 Milliarden smarte Geräte verbaut haben werden. Und ja, nachdem wir gerade alle vom Mittagessen zurückgekommen sind und damit sich die Müdigkeit nicht zu breit macht, vielleicht eine kurze Übung. 38 Milliarden Geräte, das bedeutet 5 Geräte pro Erdenbürger. Und ich nehme an, in dem Raum sind wir schon alle sehr vernetzt. Deswegen mal kurz Hand heben, wer hat heute schon mehr als 5 Geräte zu Hause im Einsatz? Ja, die überwiegende Mehrheit. Bei wem hängen zu Hause im Netzwerk mehr als 10 Geräte? Mehr als 15? 20? Ja, nicht schlecht. Und ja, aber IoT-Geräte können vieles sein. Also wir denken da an Consumer-IoT-Geräte, Smart Home, an selbstfahrende Autos, an Industrial-Geräte, die uns das Leben leichter machen. Aber wenn Hacker an IoT-Geräte denken, denken sie an kleine Computer, die meist Linux, Unix-basiert sind, die einfach auszunutzende Schwachstellen aufweisen, die häufig niedrige Sicherheitsstandards haben, immer aufgedreht sind, kaum überwacht werden, schlecht gewartet werden und immer online sind. Und das ist eine Kombination von Eigenschaften, die IoT-Geräte eigentlich für das perfekte Ziel von Angreifern macht, den perfekten Bot abgibt. Und ja, mit dem Aufschwung von IoT-Geräten haben wir auch genau das beobachtet. Also 2009, als so die erste Welle an IoT-Geräten eine weitere Verbreitung fand, sind auch erste Botnetze aufgekommen, die für Distributed Denial of Service Schwachstellen Angriffe verwendet wurden und unterschiedlichste Dinge auch ausgespäht und ausgenutzt haben. Die IoT-Botnetze waren noch recht spärlich gesät bis Mitte 2016. Ich nehme an, Mirai wird allen hier im Raum ein Begriff sein. Ein IoT-Botnetz aufgetaucht wird, das Distributed Denial of Service Angriffe noch nie dagewesenem Ausmaß gestartet hat und damit ganze DNS-Infrastrukturen vom Internet geschossen hat. Und was zur Folge hatte, dass populäre Dienste wie Twitter, Facebook, New York Times etc. für einige Stunden nicht erreichbar waren. Und nachdem die Autoren von Mirai ihre Spuren zu versuchen zu verwischen, den Source Code anschließend auch publik gemacht haben, nachdem sie gesehen haben, was für Ausmaße ihre Angriffe da angenommen haben, haben wir in den folgenden Jahren auch eine Vielzahl an weiteren IoT-Botnetzen gesehen. Etliche Klone, die immer gefinkelter, immer ausgereifter wurden, bis hin zu in den letzten beiden Jahren, wo wir vermehrt beobachten, dass IoT-Botnetze auch Zero-Day-Schwachstellen ausnutzen in IoT-Geräten. Dass sie nicht mehr wie früher Mirai in erster Linie auf Standard-Passwörter, auf Admin-Admin, auf Admin1234 und ähnliche sichere Passwörter zurückgreifen, um sich an IoT-Geräten anzumelden, sondern hier wirklich gefinkelt Schwachstellen in den IoT-Geräten ausnutzen, um sich darüber Zugriff und Kontrolle über die IoT-Geräte zu verschaffen. Und ja, auch recht spannend. Ein
ein Botnet aus der jüngsten Vergangenheit. Mozi, was man hier unten in der Mitte sieht, ist eigentlich eine Kombination aus oder hat ihren Ursprung in drei unterschiedlichen Botnetz-Familien. Zum einen erkennt man Komponenten aus Mirai, aus IoT Reaper, einem anderen IoT-Botnetz und auch aus Gavgit. Und das ist eins der IoT-Botnetze, das derzeit sehr aktiv ist. Also im September waren 90% des Internetverkehrs, der von oder an IoT-Geräte geht. Entschuldigung, nur ein unschuldiger Huster, nichts Böses. Waren 90% des Internet-Traffics, der an oder von IoT-Geräten ausging, auf Distributed Denial-of-Service-Angriffe von eben diesen Botnets zurückzuführen. Und ja, ich gehe davon aus, dass uns diese Liste noch längere Zeit begleiten wird und dass man sie noch um einige weitere Botnets-Familien erweitern können wird. Aber wenn wir uns mal anschauen, was so die Ziele von den Botnet-Betreibern sind, sehr, sehr prominent natürlich Distributed Denial of Service. Das hat doch immer sehr klare und sehr, sehr plastische Auswirkungen. Dienste sind nicht verfügbar. Aber es werden auch andere Ziele verfolgt. Also wir haben Botnetze gesehen, IoT-Malware gesehen, die es zum Ziel hat, die IoT-Geräte unbrauchbar zu machen, also die Geräte selbst zu zerstören. Wir haben Botnetze gesehen, die IoT-Geräte in VPN oder Proxy-Server verwandelt hat, um darüber ins Internet zu gehen, um seine eigenen Spuren zu verwischen. Wir haben Crypto-Mining-Botnetze gesehen, um Bitcoin, Monero, Ethereum und andere digitalen Währungen zu schürfen, um Spam-Mails zu verschicken, um Daten, Zugangsdaten, Internet-Banking-Daten zu stehlen, um einfach die Netzwerke, in denen sich die IoT-Geräte befinden, zu überwachen. Jüngst sind auch erste Ransomware-Malware für IoT-Geräte erschienen, wo Network-Storage-Geräte, digitale Videorekorder verschlüsselt wurden und nur nach Zahlung einer Bounty wieder freigegeben wurden. Also viele unterschiedliche Motivationen, die Angreifer verfolgen. Und vereinzelt sehen wir auch Kuriositäten, wie dass es Malware gibt, die sich zum Ziel gesetzt hat, die IoT-Geräte, die Schwachstellen in IoT-Geräten abzusichern, andere Malware zu entfernen. Da kann man dann spekulieren, ob sich hier quasi Whitehead-Hacker und das Volk gemischt haben, um das Internet ein Stückchen abzusichern oder um es um rivalisierende Botnetz-Banden geht, die Geräte lieber für sich alleine haben und andere Botnetze davon entfernen wollen. Und ja, auch ein recht kurioser Fall, ein Stück Malware, das es nur zum Ziel hatte, Anime-Filme von all den Network-Storage-Geräten da draußen zu suchen und herunterzuladen und was sonst eigentlich nichts Böses im Schilde geführt hat. Also unterschiedlichste Motivationen, die dahinter stehen. Aber eins, was diese Motivationen gemeinsam haben, ist, dass wir bisher eigentlich nur gesehen haben, dass IoT-Geräte für das ausgenutzt werden, was sie sind, nämlich kleine Computer und nicht für das, was sie eigentlich können. Und wenn man sich denkt, wofür IoT-Geräte heute eingesetzt werden, also von irgendwelchen Steuerungen in Kraftwerken, in Turbinen, im Automotive Driving, in Krankenhäusern, in der Telemedizin,
etc. Lassen sich recht grausige Szenarien malen, was passieren könnte. Und das Massachusetts, das Georgia Institute of Technology hat dazu unlängst auch eine Studie veröffentlicht, die gezeigt haben, wenn man ein Botnetz von rund 50.000 energiehungrigen Geräten wie Kühlschränken, wie Öfen, Klimaanlagengeräten kontrollieren kann und quasi gepaart mit Standortdaten dann gezielt den Energieverbrauch dieser Geräte regulieren kann. Also indem man sie auf und wieder abdreht, kann man dadurch Schwankungen im Stromnetz verursachen, die nicht nur für die Energieversorgung problematisch werden, sondern was auch Auswirkungen auf den Strompreis selbst hat. Und sie haben ein Modell gezeigt, wie man eben mit diesen 50.000 Geräten durch die Schwankungen die Strompreise so manipulieren könnte, dass man quasi unbemerkt durch diese Marktmanipulation einige Millionen Dollar pro Jahr erwirtschaften könnte. Und ja, wenn man da quasi mit kritischer Infrastruktur von ganzen Ländern gespielt wird, dann nimmt das durchaus besorgniserregende Ausmaße. Aber was sind eigentlich die zugrunde liegenden Probleme? Wie verschaffen sich Angreifer Zugriff auf die Geräte? Das, was wir sehr häufig sehen, ist, dass einfach Standardbenutzer in diesen Geräten verbaut sind, die von den Benutzern nicht geändert wurden oder gar nicht geändert werden können und die dann von Angreifern missbraucht werden, um sich an diesen Geräten anzumelden, über die Administrationsoberfläche das Gerät dann zu übernehmen. Wir sehen, dass öffentlich verfügbare Schwachstellen oder auch sogenannte Zero-Day-Exploits, also vorher noch nicht bekannte Schwachstellen, ausgenutzt werden, um beispielsweise mittels Remote Code Execution, Authentifizierungs-Bypasses sich Zugriff auf die Geräte zu verschaffen. Oder dass einfach die Geräte unsicher konfiguriert sind und dadurch einfach das Ausführen von Code, das Einspielen von neuen Firmware-Updates etc. möglich ist, was von Angreifern missbraucht wird. Aber wenn wir uns heutige Botnetze ansehen, selbst Mirai in seiner Höchstform wird davon ausgegangen, dass rund eine halbe Million Bots oder eine halbe Million IoT-Geräte darüber gesteuert wurden. Wenn man das mit, ich sage mal, klassischen Botnetzen vergleicht, die durchaus schon in die 10, 20, 30 Millionen Stück gegangen sind, so sind wir da noch, durchaus noch relativ klein. Und ein Grund ist sicher, dass IoT-Geräte häufig nicht so exponiert sind. Also wenn wir quasi einen Schwenk in die Vergangenheit machen, dann waren IoT-Geräte irgendwo im Netzwerk verbaut. Wenn man auf dieses Gerät zugreifen wollte, beispielsweise den Überwachungsfeed der Kamera anzapfen wollte, dann musste man diesen Dienst explizit freigeben, damit man sich darüber einwählen konnte. Nachdem das seltener gemacht wurde, weil es mit Konfigurationsaufwand verbunden wurde, waren dann relativ viele Geräte auch quasi hinter der ersten Firewall von Unternehmen verborgen. Und der Angreifer hatte damit keinen Zugriff auf die Geräte. Anfang der 2000er ist dann UPnP, also Universal Plug and Play, ins Spiel gekommen, worüber IoT-Geräte, smarte Geräte, diese Freischaltung dann einfach selbstständig vornehmen konnten. Das heißt, wir damit einhergehend haben wir sehr viel mehr Geräte gefunden, die über das Internet erreichbar waren, wo ein Angreifer über Portscans eine Vielzahl von unterschiedlichen Geräten auch einfach ausfindig machen konnte. Und wenn man einmal Zugriff auf so ein Gerät hat,
dann ist es dem Angreifer natürlich auch möglich, in dieses Netzwerk hineinzuschauen, von diesem Gerät aus quasi die nächste Angriffswelle zu starten. Aber schauen wir uns einmal moderne IoT-Ökosysteme an. Hier ist es so, dass wir in der Regel ein Mobiltelefon haben, wo eine bunte App drauf läuft, über die man das IoT-Gerät steuern kann, über die man sich das schlafende Baby anschauen kann, über die man die Messdaten von dem IoT-Gerät bekommt. Und das IoT-Gerät selbst ist dann über eine IoT-Cloud verbunden und füttert die Informationen da quasi in die Infrastruktur hinein, worüber es, wo dann quasi die Verbindung zwischen Mobiltelefon und IoT-Gerät gemacht wird. Aber was, wenn ein Angreifer sich Zugriff zu so einer IoT-Cloud verschaffen kann? Dann hat er nicht mehr ein Gerät in seiner Gewalt, sondern auf einmal Millionen von Geräten, die über diese IoT-Cloud verwaltet werden. Und hierzu haben wir auch schon erste Fälle gesehen. Dass beispielsweise Babymonitore gekapert wurden über eine solche IoT-Cloud, wo dann auf einmal 50.000 solcher Geräte Angreifern zur Verfügung standen. Oder Überwachungsgeräte für Haustiere, die nur sehr rudimentär mit ratbaren Cloud-IDs abgesichert wurden, wo man dann mit einer achtstelligen Zahl und einem dreistelligen Passwort sich an dem Cloud-Interface anmelden konnte. Und wenn wir uns hier einige der größten Cloud-Anbieter anschauen, werben die damit, dass 66 Millionen IoT-Geräte verbunden sind. Und da geht es um eine IoT-Cloud von dem Hersteller Xiongmai, der ein OEM-Hersteller für unterschiedlichste Marken ist und sich im Zuge von Mirai schon nicht mit Ruhm bekleckert hat und auch eklatante Schwachstellen in ihrer IoT-Cloud ausweisen, über die es möglich ist, quasi an den Netzwerkabsicherungen vorbei in die privaten Netzwerke einzudringen und dort dann die IoT-Geräte zu übernehmen, indem manipulierte Firmware-Updates eingespielt werden oder beliebiger Code auf diesen Geräten ausgeführt wird. Und das ist dann natürlich der Königskuh für Angreifer, weil sie haben jetzt quasi ein Ziel, über das sie zig Millionen von IoT-Geräten fernsteuern können. Die Kommunikation zu den Geräten ist verborgen in der IoT-Kommunikation. Das heißt, für die Firewalls in den Unternehmen sieht das nicht weiter verdächtig aus, weil das Ding mit der Cloud kommuniziert. Das war schon immer so. Und haben damit eine wunderbare Möglichkeit, an sämtlicher Perimetersicherheit vorbei in die Netzwerke hineinzugehen, um dort Schindluder zu treiben und ihre nächste Angriffswelle zu lancieren. Also damit quasi die Verbindung von all den vorher aufgezeigten Szenarien. Und ja, wenn man an IoT-Geräte denkt, dann muss man sich eigentlich immer diese vier Fragen stellen. Also weiß ich überhaupt, wie es um das IoT-Gerät bestellt ist, was ich da in mein Netzwerk stellen will? Ich muss quasi die sämtliche Geräte in meinem Netzwerk inventarisieren und auch laufend überwachen und monitoren, wie es hier um die Sicherheit bestellt ist. Und ich muss das vor allen Dingen auch tun, bevor ich neue Geräte in mein Netzwerk hinzufüge, um zu verhindern, dass ich mir zusätzliches Risiko hier einbaue.
und muss natürlich auch immer auf der Hut sein. Jeden Tag werden neue Patches ausgegeben, werden neue Sicherheitslücken bekannt. Muss hier auf der Hut sein, dass mein Security-Niveau auch aufrechterhalten wird und nicht, hier nicht immer weniger wird. Und ja, aufgrund der schieren Anzahl an IoT-Geräten muss ich natürlich auch ein besonderes Augenmerk darauf legen, dass man hier entsprechend mitskaliert und mit Automatisierung unterstützen kann. Und ja, nachdem ich versprochen habe, eine Content-Veranstaltung zu geben, keine Marketing-Veranstaltung, dürfen Sie mich gerne kontaktieren und fragen, falls Sie wissen wollen, wie der IoT-Inspektor hier unterstützen kann. Und ja, stehe nun für Fragen zur Verfügung. Herzlichen Dank. Ein spannendes Thema, was uns sicher noch vor vielfältige Herausforderungen stellen wird in den nächsten Jahren. Gibt es dazu Fragen aus dem Publikum? Danke für den Vortrag. Meine Frage ist, wenn ich IoT-Geräte zu Hause habe, und die habe ich durchaus, die ist eine oder andere, wie kann ich denn prüfen, ob eines meiner Geräte befallen ist oder Teil eines Botnetzwerks ist? Kann ich das überhaupt prüfen? Nein, also es gibt einige Indikationen, die auch ein nicht IT-affiner Benutzer quasi beobachten kann. Also wenn es zum Beispiel auffällt, dass irrsinnig hohe Datenmengen verbraucht werden, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass ein IoT-Botnetz befallen wird. Wenn das Gerät irrsinnig heiß wird oder laut wird oder sich sonst wie ungewöhnlich verhält, könnte das ein Hinweis darauf sein. Wenn es irgendwie langsamer reagiert, beispielsweise. Aber um das wirklich mit Sicherheit festzustellen, müsste man den Netzwerkverkehr und die Prozesse, die auf dem IoT-Gerät laufen, dann entsprechend untersuchen, ob sich hier ein Befall feststellen lässt. Weitere Fragen? Online haben wir, glaube ich, auch keine Fragen, oder? Nein? Ja, dann darf ich vielleicht noch eine Frage hinterher schießen. Sehr gerne. Großteil der Nutzer von IoT-Devices sind ja doch Consumer. Consumer werden sich professionelle Services in der Regel nicht leisten können. Wie sehen Sie da die zukünftige Entwicklung und auch die Chance, dass sich Consumer trotzdem einigermaßen sicher mit dieser Technologie befassen können in Zukunft? Ja, vielleicht zunächst noch ganz kurz Consumer versus Enterprise Nutzer. Ich denke, wir sind gerade an dem Zeitpunkt, wo Enterprise-Benutzer die Consumer überholen. Also hier sehen wir einen irrsinnig starken Zuwachs. Und auch wenn wir an die Prognose, die ich eingangs gezeigt habe, zurückdenken, ist hier der Anstieg wesentlich höher. Aber für Consumer-Geräte, hier sind aus meiner Sicht Behörden gefordert, entsprechende Vorgaben, Regularien zu erstellen, also aus Konsumentenschutzperspektive Qualitätssiegel möglich zu machen. Hier gibt es schon erste Bestrebungen und erste Fortschritte in der EU, in den USA, in UK. Aber wir sind da sicher noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Gut, vielen Dank, Herr Lukawski. Ich darf zum nächsten Vortrag überleiten und freue mich sehr, Herrn Wolfgang Dinger vom BAZ begrüßen zu dürfen. Er leitet dort als Abteilungsleiter den Bereich Management Consulting, ist selbst seit 2004 beim BAZ und zertifizierter Management Consulting. Seine Schwerpunkte sind IT- und Organisationsberatung, und da geht es um Themen wie Geschäftsprozessmanagement, um Geschäftsprozessanalyse und Optimierung, in den letzten Jahren zunehmend natürlich auch Digitalisierung und Automatisierung von Verwaltungsprozessen und um Entwicklung von Geschäftsarchitekturen. Generell könnte man sagen auch das Thema Innovation in der Verwaltung, und
Ich freue mich sehr, dass Sie heute etwas zur Prozessautomatisierung in der öffentlichen Verwaltung erzählen werden. Bitte um Ihren Vortrag. Herr Göbel, vielen Dank für die nette Einleitung. Einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Nach den doch eher ein bisschen besorgniserregenden Szenarien, die mein Vorredner skizziert hat, möchte ich mit einer erfreulichen Nachricht beginnen. Österreich hat im heurigen E-Government Benchmark, den die EU-Kommission durchführt und an dem 36 Länder teilnehmen, 26 EU-Mitgliedstaaten und 9 andere Länder wie Norwegen oder die Schweiz, hat also bei diesem E-Government Benchmark den 3. Platz belegt. Und das finde ich schon ganz beachtlich. Das finde ich eine tolle Leistung. Es zeigt, dass die öffentliche Verwaltung E-Government und Digitalisierung ernst nimmt und eine Vorreiterrolle einnimmt, weil Österreich immerhin schon seit mehreren Jahren immer im Spitzenfeld zu finden ist. Dass die öffentliche Verwaltung aber trotzdem mit Herausforderungen zu kämpfen hat, die sie bewältigen muss. Welche Herausforderungen das sind, wie Digitalisierung dabei helfen kann, wie insbesondere Prozessautomatisierung dabei helfen kann und wie wir erfolgreich Prozessautomatisierung bei Kunden eingesetzt haben, das möchte ich in den nächsten 20, 25 Minuten mit Ihnen teilen. Die Verwaltung hat einige ganz große Herausforderungen in den nächsten Jahren zu bewältigen. Da ist zum einen die Pensionierungswelle, die auf die Verwaltung zukommt. In den nächsten 5 bis 10 Jahren werden 40% der Verwaltungsmitarbeiter in Pension gehen. 40%. Die Arbeit muss trotzdem erledigt werden. Vielleicht schneller, vielleicht anders. Der Vorteil dabei ist, 10 Jahre oder 5 Jahre ist ein Zeitraum, den man planen kann. Man kann damit umgehen. Wie transportiere ich weiter das Wissen, das ich jetzt habe, das die Experten jetzt haben, oder wie digitalisiere oder automatisiere ich den Verwaltungsprozesse? Nicht so leicht ist es bei Situationen, wie wir sie gerade jetzt erleben, bei einer Pandemie, die von heute auf morgen auf uns einbricht und wo von heute auf morgen neue Gesetze beschlossen werden, neue Regeln beschlossen werden, wo die Verwaltung plötzlich vor der großen Herausforderung steht, Tausende und zigtausende von Anträgen beispielsweise zu bearbeiten, in kürzester Zeit und nicht nur schnell, sondern auch richtig und treffsicher. Um Ihnen da eine Größenordnung zu geben, wenn es in einem bestimmten Bereich bisher so war, dass im Jahr vielleicht 2000 Anträge bearbeitet worden sind, dann sind es in dem Bereich Corona-bedingt plötzlich im Monat 40.000 Anträge gewesen mit dem gleichen Personal. Wie kann man also damit umgehen und wie kann man diese Prozesse so gestalten, dass die Antragsteller, die ja alle in Not sind, möglichst rasch auch zu ihrer Hilfe kommen? Die Verwaltung soll aber nicht einfach nur 7x24 zur Verfügung stellen, das erwartet man sich schon, sondern Bürger und vor allem junge Bürger, die haben schon alle irgendwie so einen Digital Lifestyle. Die wollen nicht nur Verwaltungsprozesse durchführen, sondern die wollen ein bisschen auch ein Erlebnis dabei haben, User Experience dabei haben. Also das toppt das normale Geschäft noch. Man trifft sich aber gut mit dem Anspruch, den die Verwaltung an sich selbst hat, nämlich Dienstleister für die Bürger und für die Unternehmer zu sein. Was ja auch festgeschrieben ist im Regierungsprogramm, wo es einen großen Teil gibt, der sich um Digitalisierung sich dreht. Wie kann Digitalisierung helfen? Digitalisierung ist ein schönes Mittel, um bei diesen Herausforderungen zu unterstützen. Und ein ganz großer Hebel, den man ansetzen kann, das ist die Entlastung der Mitarbeiter. Die Entlastung der Mitarbeiter in der Verwaltung vor allem von monotonen, repetitiven Tätigkeiten.
damit sie die Möglichkeit haben, als Experten tätig zu sein, dort, wo wirklich ihr Fachwissen gefordert ist. Machen kann man das beispielsweise mit Software-Robotern, mit Robotic Process Automation, die in ganz bestimmten Szenarien eingesetzt werden können, diese Roboter, und eben diese wiederkehrenden Tätigkeiten 7/24 ausüben. Unterstützt können die Experten auch werden durch AI-Systeme, die komplexe Sachverhalte aufbereiten, die Insights ermöglichen, die es ermöglichen, auch Widersprüche zu erkennen. Und unterstützt können sie auch werden, wenn an der Schnittstelle zum Kunden hin beispielsweise Chatbots eingesetzt werden, weil die schon eine Menge von Standardanfragen abnehmen können. Wir haben dazu auch schöne Beispiele. Ich greife jetzt ein bisschen vor, aber es gibt zum Beispiel für das Digitale Amt, das Digitale Amt war einer der Gründe, warum wir so weit fahren, so im E-Government-Ranking, für das Digitale Amt gibt es einen Chatbot, die Mona ist das, und die hat in den ersten 8-9 Monaten seit Inkraftsetzung immerhin 140.000 Chats durchgeführt. Der Fred, der für Finanz Online Auskunft gibt, hat im gleichen Zeitraum fast 650.000 Chats durchgeführt. Aus dem kann man ableiten, dass das Potenzial, das Einsparungs- oder Entlastungspotenzial für Verwaltungsmitarbeiter ein sehr großes ist. Wie breit sehen wir das Thema Prozessautomatisierung in dem Zusammenhang? Auf der einen Seite das Abarbeiten von repetitiven Tätigkeiten, wie ich es vorher erwähnt habe, durch Software-Roboter, durch Robotic Process Automation. Und was macht so ein Software-Roboter? Der macht genau das, was ein Benutzer macht am Bildschirm. Er gibt Dinge ein, fragt irgendwas ab, drückt irgendwo einen OK-Button und greift also über die Oberfläche, über das User-Interface auf die Systeme, die dahinter liegen, zu. Aber das eben ständig und ohne Pause. Spannend wird es dann, wenn aus Daten und wenn aus Inhalten Informationen abgeleitet werden und diese Informationen vielleicht auch Prozesse triggern, Prozesse anstoßen. Und wenn natürlich sprachliche Kommunikation über Text, über Audio, die Kommunikation mit den Benutzern, mit den Kunden, mit den Bürgern, mit den Unternehmen unterstützen. Und die ausgeprägteste Disziplin ist künstliche Intelligenz, wo wir zum Beispiel die Möglichkeit haben, komplexe Sachverhalte zu analysieren, zu strukturieren, daraus Schlüsse abzuleiten, daraus Empfehlungen abzuleiten für die Experten, die vor Ort sind. Und am besten in der Weise, dass die Systeme als solche auch lernen, das heißt aus den Entscheidungen, die getroffen werden, selbst wieder Wissen, unter Anführungszeichen, sammeln. Wenn wir uns das in einem musterhaften Verwaltungsprozess vorstellen, dann kann das also folgendermaßen passieren. Beginnen tut es damit, dass der Bürger mit der Verwaltung in Kontakt tritt. Da wird er unterstützt durch Chatbots, die eben einen Großteil von Standardanfragen schon abnehmen können, beantworten können. Wenn es nicht mehr weitergeht, den Bürger vielleicht einen Experten weiterleiten. Wenn aber der Chatbot es kann, kann er auch den Prozess selbst schon weiter ansteuern. Es ist dann vielleicht sinnvoll und notwendig, dass Daten, Input-Daten und Daten, die auch in den vielen Verwaltungssystemen, die es gibt, aggregiert und analysiert werden. KI macht das, interpretiert den Inhalt, trifft eine, nicht Entscheidung, sondern bietet eine Entscheidungsempfehlung, die dann der Experte bekommt, weil schon ganz wichtig ist, dass ein Mensch entscheidet. Also ganz bewusst haben wir uns dazu entschieden, nicht ein System entscheiden zu lassen, sondern
Das soll bitte der Experte in der Verwaltung vor Ort schon noch entscheiden, ob er das machen will oder nicht. Er hat den Vorteil, dass er vielleicht viel schneller mehr Zusammenhänge erkennen kann, weil es ihm das System aufbereitet. Wenn die Entscheidung getroffen ist, dann kann es starten. Das System oder ein Roboter kann den Prozess, der dahinter liegt, ausführen. Nicht nur das, die Entscheidung, die der Mitarbeiter trifft, positiv oder negativ, die fließt zurück in das System, in das lernende System. Und dieses lernende System wird dann ständig besser und besser. Das heißt, dass beim nächsten Fall, der passiert, das Wissen schon besser ist und daher die Entscheidungsaufbereitung besser sein kann. An mehreren Stellen kann man also Prozessautomatisierung, nämlich intelligente Prozessautomatisierung, einsetzen. Und das Intelligente kommt dazu, weil wir eben nicht nur einen Roboter haben, der brav arbeitet, sondern wir wollen einen Roboter, der brav arbeitet und schnell arbeitet, der aber auch denken kann und der auch nur zuhört und eine Antwort gibt. Ich möchte Ihnen an zwei Beispielen zeigen, wie wir Prozessautomatisierung eingesetzt haben. Das erste Beispiel ist RPA pur, also Robotic Process Automation. Und das Szenario, das dahinter gestanden ist, war folgendes. Es gibt in einem Ministerium, wo es einen sehr großen Fachbereich gibt, die Situation, dass an verschiedenen Enden Daten eingetragen werden über Bürger in einem unterschiedlichen fachlichen Kontext mit ein bisschen unterschiedlichen Daten. Und das führt dann zwangsläufig irgendwann dazu, dass die Daten ein bisschen auseinanderrennen. Im einen Fall ist der zweite Vorname mit einem Punkt dabei, im anderen Fall ist er nicht dabei. Im einen Fall ist die Hauptstraße 13 eingegeben, im nächsten Fall die Hauptstraße 13-2. Es hat vielleicht eine Bürgerin geheiratet und heißt jetzt anders. Gott sei Dank findet man Steuernummern und kann daraus schließen, dass es dieselbe sein muss. Es gibt also einige Regeln, anhand derer man sehr leicht entscheiden kann, ist das die gleiche Person, auch wenn die Daten, die dahinter liegen, ein bisschen unterschiedlich sind. Das hat die Verwaltung natürlich schon für sich gelöst. Also da gibt es ein Verfahren dazu. Das Problem, das es jetzt gibt, ist, dass es eine Riesenmenge an solchen Daten gibt, die nicht bereinigt sind. Über 1,5 Millionen Datensätze, Pärchen, die es da gibt, die vielleicht zusammenstimmen. Und wenn es zusammenstimmen, bitte muss man es vereinigen, muss man es zusammenführen. Was passiert jetzt, indem die Fachexperten vor Ort, wenn es notwendig ist, anlassbezogen, so ein Datenpärchen hernehmen und sagen, aha, der Huber Max, ist es der Huber Maximilian? Ich schaue mir nur ein paar Dinge an, prüft es und wenn ja, dann setze ich Hackerl und ich kann die zwei Dubletten bereinigen. Anlassbezogen ist gut, weil anlassbezogen heißt, da brauche ich Zeit dazu, das muss ich machen können und Zeit haben wir alle nicht. Also der Bestand an nicht vereinigten, nicht bereinigten Dubletten wird größer und größer. Die Lösung war dann, dass wir nicht einen Mitarbeiter hinsetzen, der das macht, sondern einen Roboter hinsetzen, der das macht. Der also einen Input-File hat, wo er sagt, da gibt es den Huber Max und den Huber Maximilian, über Codes gesteuert. Schau doch einmal, ob du die vereinigen kannst, anhand der Regeln, die wir dir jetzt sagen. Und wenn du das kannst, dann mach es bitte. Und was dann passiert ist, im Hintergrund werden eine Reihe von Systemen angestoßen. Es gibt also so eine zentrale Datenhaltung und viele Systeme nähern sich an diesen Stammdaten. Aber alle Systeme müssen gefragt werden, ob das eh in Ordnung ist, weil vielleicht ist da gerade irgendwas in Bearbeitung und gerade dieser Datensatz kann jetzt nicht vereinigt werden. Es ist ein bisschen eine komplexe Geschichte, die da rennt. Das weiß aber der Roboter und das haben wir ihm gesagt. Und jetzt lasse ich den Mitarbeiter zu einem zugegebenermaßen ein bisschen unfairen Vergleich antreten mit Robotern. Wenn wir
die Zahlen gegenüberstellen, ein Mitarbeiter, wenn der 8 Stunden am Tag Daten bereinigt und pro Satz braucht er 2,5 Minuten. Das ist also empirisch nachgewiesen, so lange brauchen die Mitarbeiter, nicht weil sie so langsam sind, sondern weil im Hintergrund auch diese Systeme laufen. Und man immer wieder was raussuchen muss und wieder nachschauen muss. Ein Roboter braucht ungefähr ein Drittel der Zeit. Das geht einfach schneller. Jetzt könnte man sagen, 45 Sekunden ist auch noch immer lang für das, was der Roboter macht. Aber wieder, im Hintergrund werden Systeme angestoßen und werden Antworten abgewartet. Ein Roboter ist also dreimal so schnell. Und er arbeitet nicht nur 8 Stunden am Tag, sondern 16 Stunden am Tag. 16 deshalb, weil wir in der Nacht so Batchläufe haben und da kann der Roboter nicht laufen, weil die vielen Systeme, die angeschlossen sind, eben nicht bereit sind. Und der Mitarbeiter arbeitet 5 Tage die Woche, der Roboter 7 Tage pro Woche, der hat kein Wochenende. Der Mitarbeiter arbeitet 12 Monate, also kein Urlaub. Naja, okay, wir sagen, er hatte einen zweiten und zu zweit teilen sie sich das auf und sie arbeiten 12 Monate. Die Roboter arbeiten auch 12 Monate. Ich habe aber einen Mitarbeiter und dem stelle ich jetzt 5 Roboter gegenüber. Warum 5? Wir haben jetzt 5 Roboter im Einsatz, die das tatsächlich machen. Und ein Mitarbeiter wird brauchen über 33 Jahre, um das mit diesem Mengengerüst abzuarbeiten. 33 Jahre, das ist fast ein ganzes Berufsleben. Sitzt an und macht sein ganzes Leben oder fast sein ganzes Leben nichts anderes als Daten bereinigen. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Roboter, die schaffen es zumindest rechnerisch in einem Dreivierteljahr, die 1,5 oder 1,6 Millionen Datensätze da. In Wahrheit dauert es ein Jahr, weil wir mit einem begonnen haben, 2, 3, 4 und jetzt haben wir 5 in Einsatz. Also ich meine, das ist eine ganz beeindruckende Zahl, 32 Jahre Ersparnis, zumindest rechnerisch. Das zweite Beispiel, das ich Ihnen zeigen möchte, ist ein Beispiel, wo wir Roboter mit künstlicher Intelligenz verbunden haben. Wir haben in allen Projekten gesehen, immer wenn man Roboter ins Spiel bringen, sagen die Kollegen aus dem Fachbereich, ist Glas, aber nur viel besser wäre es, wenn der Roboter das und das und das auch noch könnte. Dann können wir sagen, ja, ein bisschen was kann man abdecken, weil alles, was man regelbasiert sauber definieren kann, das kann ein Software-Roboter. Aber irgendwann wird es einmal ein bisschen komplex, da ist der Roboter mit seiner Logik überfordert, aber es gibt ja AI-Komponenten, die diese komplexen Sachverhalte analysieren und aufbereiten können. Und genau das haben wir in dem zweiten Fall gemacht. Da ist es darum gegangen, 2 Register, die in unterschiedlichen Ministerien sind, abzugleichen, damit da die Daten zusammenstimmen. Also 2 Datenbanken sozusagen abzugleichen. Das passiert zwar jetzt schon automatisch, aber nicht vollautomatisch, weil es sehr, sehr, sehr viele komplexe Fälle gibt, wo das Programm, das das jetzt macht, es nicht zur Gänze machen kann. Es bleiben also viele Fälle über. Wir haben 20.000 Fälle, die komplex sind und auch bereinigt oder abgeglichen werden müssen. Und das haben wir jetzt so gelöst, dass wir an einer Stelle, das ist der rote Teil, eine AI-Komponente eingesetzt haben, die einmal die Daten aufbereitet und so weit vorfiltert und sortiert, dass man weiß, das ist der Fall, das ist der Fall und der dritte Fall ist so zu bearbeiten. Und diese AI-Komponente gibt dann diese aufbereiteten Fälle weiter an den Roboter. Und der Roboter kann dann schön regelbasiert einen Schritt nach dem anderen ausführen und diese Daten zusammenführen. Und dort, wo es überhaupt nicht geht, das kommt manchmal vor, da darf der Sachbearbeiter oder muss der Sachbearbeiter nach wie vor bearbeiten. Das Tolle an der Geschichte ist, dass wir den Roboter mit AI kombiniert haben und das Verfahren funktioniert ganz, 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 ganz gut. Die Erfahrung, die wir schon gemacht haben, ist, man beginnt nicht und dann hat man es, den Roboter oder das AI, weil AI muss trainiert werden
muss gefüttert werden mit Wissen. Beim Roboter sieht man, wir haben einen Teil. Wenn man nur ein bisschen was dazu machen, kann der Roboter nur mehr machen und ist vielleicht, wenn man ein bisschen optimieren, noch schneller. Also es hat sich gezeigt, das ist jetzt nicht ein Vorhaben, dass man in 2, 3, 4 Wochen durch hat und dann lässt man es liegen, sondern es ist ein ständiger Prozess, der da läuft. Was sind die Erkenntnisse daraus, aus diesen Beispielen, die jetzt musterhaft dastehen? Das eine ist, dass Prozessautomatisierung, nämlich intelligente in der Ausprägung, vielseitig einsetzbar ist und ein mächtiges Instrument zur Unterstützung der Verwaltung ist. Zur Gestaltung der Arbeit, auch zur Neugestaltung der Arbeit. Jetzt komme ich zurück an den Beginn, auf die erste Folie, wenn wir sagen, 40% weniger Leute in der Verwaltung, nur ein Drittel wird nachbesetzt. Da nutzt nichts, wenn ich nur die laufenden Prozesse schneller mache. Es ist schon einmal gut, wenn ich mir überlege, ob ich überhaupt die Prozesse in der Form mache, ob ich sie überhaupt mache oder ob ich nicht andere Lösungen finde, um die Bürgerwünsche erfüllen zu können. Das Arbeiten zwischen Fachbereich, das Zusammenarbeiten von Fachbereich und IT steht da ganz groß im Mittelpunkt. Das ist eine ganz spannende Sache und nur so funktioniert es auch, weil man ist da nicht in der Technik, sondern man ist ganz nah am Fachbereich und am Fachwissen. Wie werden wir es im Bundesrechenzentrum weitermachen wollen? Wir wollen zusätzliche Ansätze prüfen über RPA, über Chatbots, über AI hinaus. Wir wollen uns mit Themen beschäftigen wie Process Mining oder Task Mining, also das Untersuchen oder das Mitverfolgen von Prozessen im Backend oder im Frontend, um dann zu sehen, wie läuft er denn wirklich, wie lang dauert denn so ein Arbeitsschritt wirklich und daraus Fakten ableiten zu können, die dann in eine Prozessverbesserung einfließen. Oder Prozessintegration, damit meine ich, es gibt da gute Möglichkeiten, so Prozesse, die verdröselt überall liegen. Da hat der Mitarbeiter was zu tun beim Prozess, der nächste Mitarbeiter hat ein bisschen was zu tun, der dritte hat ein bisschen was zu tun. Jeder weiß seinen Task, aber den Gesamtüberblick hat man nicht. Kann man integrieren mit guten Mitteln, ist ein ganz spannender Ansatz. Oder auch Do-it-yourself. Also die Do-it-yourself-Roboter, das ist ein Thema, das wir jetzt uns anschauen wollen. Was steckt da dahinter? Dahinter steckt die Idee, dass ich einem Mitarbeiter im Fachbereich die Möglichkeit gebe, doch selbst einen Roboter zu entwickeln, damit er seinen digitalen Assistenten hat, der ihn persönlich unterstützt bei seiner Arbeit, damit er die Fadentätigkeiten, die er eh nicht machen will und wofür er keine Zeit hat, von einem Roboter erledigen lassen kann. Da müssen wir schauen, wie weit das möglich ist, weil das ist mehr als nur Excel. Da muss man schon ein bisschen IT-affin auch denken. Aber wenn wir in Zukunft neue Mitarbeiter haben, weil die ja kommen werden müssen, wenn wir noch besetzen, kann das durchaus sein, dass die so weit schon denken, dass sie das Handwerkszeug mithaben. Wir schauen uns trotzdem an, wie weit das möglich ist. Und vor allem aus dem Sicherheits- und Governance-Aspekt heraus ist es eine Sache, die ist nicht so easy. Wir wollen dazu auch im Bundesrechenzentrum ein Center of Excellence aufbauen. Wir denken zumindest dran, es zu machen. Also gebündelte Kompetenz zu diesen vielseitigen Themen, von der Analyse über die Entwicklung, über den Betrieb, über neue Produkte und so weiter und so fort. Und damit man überhaupt reinkommt ins Thema, zeige ich Ihnen auch eine Spinne. Wir haben vor Mittagessen eine Spinne gesehen. Wir haben da einen Digitalcheck entwickelt, wo man anhand eines strukturierten Fragebogens entweder für Organisationseinheiten oder Funktionsbereiche mal schauen kann, wie digital ready ist denn der Funktionsbereich oder diese Abteilung, aber auch für ganz konkrete Prozesse nachschauen kann,
wie ist denn der geeignet für Automatisierung? Und das gibt dann zum einen so eine Spinne, die mehrere Dimensionen hat, so ähnlich wie wir es am Vormittag gesehen haben, zusätzlich Informationssicherheit und Datenschutz, weil das ist in der Verwaltung ganz besonders wichtig. Das kommt da dazu und es wird so etwas geben wie eine Heatmap sozusagen, die anzeigt, ach, es zahlt sich aus, an der Ecke zuerst zu beginnen, weil dort hast du bei dem Prozess das größte Potenzial. Das waren meine Ausführungen zu intelligenter Prozessautomatisierung, zu den Beispielen, die wir hatten. Und ich stehe jetzt gern für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Danke, Herr Klinger. Ich bin mir sicher und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesen Technologien weiterhin im europäischen Spitzenfeld mitspielen als Dienstleister der österreichischen Verwaltung. Also Ihre Spinnen sind nicht mehr achtbeinig, sondern fünfeckig, habe ich mitgenommen. Ja, das war nur ein Fake, es sind auch sechs Ecken bei uns. Gibt es Fragen zu dem Thema? Viele, viele. So, bitte mit dem Mikrofon nach hinten. Ja, danke schön. Ja, sehr spannendes Thema auch, Thema Prozessautomatisierung in diesem Kontext. Was mich jetzt interessieren wird, also meine Erfahrung jetzt, wenn ich mit der öffentlichen Verwaltung zu tun habe, ist eigentlich eher, dass man oft, was ich zum Beispiel welche Formulare händisch ausfüllen muss und so weiter. Das heißt, das ist eigentlich für mich eine komplett neue Welt, die ich in der Formation noch nie gesehen habe in dem Kontext. Jetzt würde mich interessieren, auf welche Bereiche trifft es eigentlich zu, diese Art von Prozessautomatisierung und in welchen Bereichen ist aus Ihrer Sicht dann noch am meisten Wachstumspotenzial im Bereich Digital Governance? Wenn wir Prozessautomatisierung im engeren Sinn als RPA betrachten, da gibt es ja gewisse Kriterien, anhand derer man bewerten kann, ob ein Prozess oder eigentlich ist der Prozessschritt nur, ob der geeignet ist für Automatisierung mit Robotern. Es muss zum einen eine Schnittstelle zwischen Systemen sein, weil der Roboter ersetzt ja einen Menschen, der vom Excel zum Beispiel ins SAP was eintragt. Der muss das jetzt händisch machen und mein Roboterfreund macht es automatisch, indem er die gleiche Oberfläche verwendet. Was schon so ein Vorteil ist von einem Roboter. Der Roboter muss nicht ins System reingreifen, sondern er arbeitet an der Oberfläche. Also er muss keine Schnittstellenspezifikation haben, sondern er sagt einfach, ah, ich erkenne diese Oberfläche, ich schaue in das Feld und lese das aus und trage es im nächsten System an der Stelle ein. Diese Prozesse müssen genügend oft durchgeführt werden. Sie müssen stabil sein. Also Sie dürfen sie nicht alle 2-3 Wochen ändern, weil sonst kommt man mit dem Umprogrammieren des Roboters nicht mehr nach. Und das sind so die zwei wesentlichen Kriterien, die man da abfragt. Die Robustheit des Prozesses auch. Textverarbeitung, also Bilder, mit Bildern tut sich ein Roboter schwer, aber Text und Zahlen kann er gut verarbeiten. Und was wir dann machen ist, es gibt auch so ein Quick-Check, so ein Quick-Assessment, das wir mit einigen Bereichen schon sehr erfolgreich durchgeführt haben. Das sind eine Handvoll Fragen, die gehen ins Qualitative und die gehen ins Quantitative. Also ist Stabilität gewährleistet beispielsweise? Und wie oft kommt er denn vor und wie viel Einsparungspotenzial, so prozentuell aus dem Bauch heraus, glaubst du, habe ich da? Und dann kann man sehr schnell ableiten, der Prozess ist geeignet, der Prozess ist weniger gut geeignet. Wir haben zum Beispiel im HR-Umfeld Prozesse identifiziert, im Controlling-Umfeld Prozesse identifiziert. Das waren jetzt Beispiele, wo es ums Zusammenführen von Daten geht. Also das sind so die Punkte, wo man einmal ganz schnell hinschauen kann. Oder man redet einmal mit den Kollegen und sagt, du, sag einmal, wo ist denn wirklich Fahrt bei dir, was geht da? Wo drückt sich der Schuh? Vielleicht können Sie auch an der Stelle kann ich und will ich. In der Pause noch etwas drüber reden. Wir haben, glaube ich, noch 3 weitere Fragen, wenn ich auch noch dran nehmen darf, bitte. Ja, danke für den spannenden Vortrag. Wenn wir uns kurz zurückerinnern an die eine Folie mit den Mitarbeiter und, also, ja. Das ist jetzt auch spiegelverkehrt natürlich, ja. Mitarbeiter versus Roboter, war das 2,5 Minuten versus 45 Sekunden.
Das ist meine Frage, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Datenabgleich geht, kann ich jetzt die 45 Sekunden von einem Roboter noch nicht nachvollziehen, weil der das normalerweise in einem Bruchteil von einer Sekunde natürlich machen können sollte, also vorausgesetzt, es gibt da API jetzt. Wenn man vielleicht direkt mit irgendwelchen Benutzeroberflächen hantieren muss, die man erst laden muss, dann kann es länger dauern, aber 45 Sekunden kommen wir jetzt doch ein bisschen lang vor, vielleicht könntest du was dazu sagen. Und zweiter Punkt noch, warum skaliert man nicht einfach die Roboter? Also wenn ich 5 verwenden kann, also hardware-technisch kann das ja heutzutage kein Problem mehr sein, dass ich einfach 50 Roboter, 100 oder 1000 laufen lasse und das Problem einfach in einer Woche oder in 1,5 Tagen gelöst habe. Ist richtig. Zweite Frage zuerst, das ist auch eine Geldfrage. Es hat mit den Lizenzen zu tun, weil die Roboter natürlich kosten und ich mir überlegen muss, wie viel möchte ich die einsetzen. Und da ist die Entscheidung so getroffen worden. Zur ersten Frage, 45 Sekunden. Ja, der Roboter selbst braucht den 45 Sekunden. Der braucht einen Bruchteil davon, aber er spricht im Hintergrund Systeme an. Also er kommuniziert mit seinem System und das System kommuniziert wieder mit einer Reihe von Systemen und wartet von allen Systemen eine Antwort ab. Und erst dann kriegt der Roboter seine Antwort zurück und sagt, ja, jetzt tue ich. Also das Problem an der Stelle oder das, was Zeit verursacht an der Stelle, ist die Kommunikation mit anderen Systemen, die einfach so ist, wie es ist. Ne? Da müsste der Mitarbeiter genauso lang, nur länger oder nein, genauso lang warten. Aber man muss eben so lang warten, bis das System verfügbar ist und eine Antwort gegeben hat. Weitere Fragen? Aus dem Internet gab es noch eine Frage. Mittlerweile schon 2. Warum spricht man im Beispiel Robotic Process Automation von Robotern? Letztendlich handelt es sich doch um einen Programmcode, der Datensätze nach einem bestimmten Muster bereinigt. Genau. Wir haben eben die Technologie RPA verwendet. Da spricht man von Software-Robotern. Das ist so der Sprachgebrauch. Und ja, es ist nichts anderes als das softwaremäßige Bearbeiten dieser Fälle, schon mit dem Unterschied, dass der Roboter wie ein Mensch arbeitet, also über die Oberfläche. Und wenn der Hintergrund der Frage ist, warum habe ich keine Schnittstelle gebaut, das könnte man machen, und man spart sich den Roboter. Meistens ist es so, oder in manchen Fällen ist es so, dass es leichter ist und schneller ist, einen Roboter einzusetzen, als eine Schnittstelle bauen mit den, man weiß, wie das in so eine Gesamtprogrammstruktur eingepasst werden muss. Gut, eine kurze noch. Mit welcher Software werden diese RPAs betrieben? Wir haben Automation Anywhere im Einsatz. Das ist einer der drei großen Anbieter, Automation Anywhere, UiPath und Blue Prism. Das sind die im Gartner Quadrant ganz rechts oben. Das haben wir im Einsatz. Dankeschön. Gut, herzlichen Dank, Herr Klinger. Danke sehr.